Herzlich willkommen, liebe Brüder, Schwestern und nicht-binäre Geschwister, zum heutigen Livestream. Wir machen weiter bei unserem Bild mit Ton Reservat, Episode 4. Ich Problem, habe ich einen Mod installiert? Ah ja, genau, das letzte Mal hat der Lüge noch gesehen, dass ich einen neuen Mod und offenbar habe ich den installiert. Irgendwo, jetzt mal trotzdem laden, ich hoffe es funktioniert. Nicht Minimize Everything, ist nicht Deep Storage Plus, genau, installiert. Das ist so nur die Übersetzung. Damit kommen wir jetzt, glaube ich, Regal bauen. Ja, so etwas. Das sieht nicht ganz. Noch geschaut oder fertig noch geschaut, das einfach mal installiert. Ah, da, Lagerung. Okay, jetzt haben wir da neue Möglichkeiten. Regal, Doppelregal, hohe Regal. 40 Stahl, 120 Holz. Tablettstände, Körbe, Fleischerhaken. Neubaden. das ist ja recht cool. Organkühltruhe. Oh ja, die brauchen wir. Die brauchen wir definitiv. Ein Waffenschrank, das ist etwas für Brian. Verstärkter Waffenschrank, ein Safe. Okay, das ist oh, da hat es noch mehr. Ein Flüssigkeitsfass. Zum Aufbewahren von Flüssigkeit, da könnte man Bier drin tun. Oder Schnaps. Feuerholzstelle. Okay. Und Behälter zum Aufbewahren vieler Dinge. Das ist so ein Behälter, wo man wahrscheinlich aus einem Stiftkappe drin hat, aber kein Stift und irgendeine Gümmele, die so alt sind, dass sie porös sind. Das ist für so. Okay. Aber so weit, so gut. Cooler Mod. Übrigens, oh, hallo Brian und Martina. Willkommen zu der Episode. Ich sehe, ich habe gesehen. Raffi ist, glaube ich, heute eher nicht anwesend. Luzi kommt später und Verwaltung kommt. Und bevor wir zu schauen, mal wie es uns geht, schnell mir selbst ins Gedächtnis rufen, ehrlich gesagt, wo wir jetzt gerade stehen. Manchmal haben wir recht können ausbauen. Wir haben hier unser Spital mit den sterilen Fliesen. Das ist eine Pathologie oder so. Da ist noch der Silvansinn, zu dem kommen wir dann gerade an. Wir haben die Hungersnot eigentlich gut überstanden. Wir haben wieder wahnsinnig viel Drogen, aber diesmal auch Essen. Das letzte Mal haben wir nur Drogen gehabt. Wir haben unsere Forschung können auf Hightech bringen. Auch unsere Forschung ist jetzt high. Dann sind wir hier noch die Geothermie entwickeln und bauen und wir haben einen neuen Stall. Ah, und wir haben ein neues. Genau, Maverick. Ringmeisterin. Oh. Gut, okay, gut ist im Bergbau. So ist nicht. Ja, so ist eigentlich okay. Was mir neu gefallen ist, das letzte Mal, und das hat mir auch. Der Wernli Gernli, den ich ja zufälligerweise getroffen habe, ins Ohr geflüstert. Wernli Gernli ist nicht hundertprozentig überzeugt von der Maverick, weil sie ist eine Psychopathin, sie hat kein Mitgefühl und ich glaube, okay, es macht ihr nicht aus, wenn andere getötet würden, tot liegen gelassen würden, eingesperrt oder gekauft als Graf. Seitens betrifft sie selber. Ich habe keinen Stimmungsbonus. Okay, das klingt jetzt irgendwie nicht so schlimm. Ich habe immer das Gefühl gehabt, das bedeutet, dass sie sehr hohe Stimmungsschwankungen haben und sehr brutal werden können. Aber vielleicht stimmt das ja trotzdem. Ich möchte auch noch euch, also sehr mal schauen, ob Brian und Martina fragen, was ist eigentlich eure Meinung von der Maverick jetzt gerade? Wir sind Fans von Bernli Gernli, das ist schön. Genau, da bin ich mir nicht ganz sicher. Wir brauchen sie jetzt sicher noch zum Bergbauen, wobei jetzt haben wir eigentlich schon relativ viel abgebaut, aber man ist nie fertig mit Bergbauen. Es gibt immer da Stahl und Silber und Maschinenrest, ja, überall. Also für das können wir sie sicher noch brauchen. Dann, was wollte ich noch? Genau, dann zuerst all unsere Figuren und dann mal zum heutigen Plan. Ich glaube, mir geht es relativ
Immer noch chemisch verlangen, ich habe einfach nicht genug Drogen. Es ist unglaublich, egal wie viele Drogen sind, es langt einfach nicht. Es ist wieder brutal tief. Ich habe doch irgendwie letztens Heroin genommen und ja, ja, und alles. Merkwürdig, aber meine Stimmung ist ganz gut. Ich bin verlobt mit dem Walti. Stimmt, wenn Walti zurück, Walter da ist, Walti da ist, muss ich noch fragen, wie wir unsere Kurzung planen. Der Rest ist gut. Luzi ist gerade auch noch nicht da, aber. Wo es ihm nicht gerade gefällt, hier von außen. Hat eine dreckige Hose. Gewählter Künstler und hat Kleidung an, aber ich glaube, er hat einfach zu kalt. Das ist 24 Grad. Luzi könnte sich eigentlich wieder ausziehen. Also ist. Raffi geht sehr gut. Ich finde es nicht so gut, dass er da ist. Ist immer noch Transhumanist. Noch nicht, also frustriert momentan. Gesperrt und Sonne. Aber du bist ja. Dir gefällt es nicht, dass es da ist, aber gleichzeitig finde ich es so blöd, dass die Sonne nicht ist. So lange her. Wann sind wir immer noch tot? Walti hat gerade Pressattacken. Obwohl es eigentlich recht gut aussieht. Mavericks schläft? Was? Aber sie hat doch kein gutes Schlafzimmer. Schau mal das Schlafzimmer an, verglichen mit dem Palast. Jetzt zufrieden. Brian ist am Schlafen, ist auch chemisch am Verhungern, das gefällt mir gerne nicht. Depressiv immer noch. Hat auch sonst Hunger. Das ist eigentlich gut, der Kühlrot. Es gibt hoffentlich noch lange einen Bonus, zwei Tage. Marfa ist immer, die bringt gerne nicht aus der Ruhe. Und Maverick, der erst zu uns kam, hat jetzt noch einen Bonus von 40. Aber, ja, ich mache mir da eine Sorge. So, jetzt muss ich schnell lesen, was ihr alle geschrieben habt. Genau, gut. Dann. Okay, ja, man kann natürlich Maverick essen. Ich persönlich nicht so ein Fan von dem ganzen Kannibalismus-Zeugs, weil wir alle so ein extrem Malus überkommen auf unsere. Bitten sie alle nicht so lässig, aber man kann es ab und zu machen, finde ich. Ja, natürlich kann sie nichts dafür, dass sie ein Psychopath. Das finde ich eine gute Idee. Ich habe tatsächlich auch gedacht, dass Maverick als Sprengmeister und Brian, dass ihr zwei ein gutes Duo abgeben könnt. Ich finde auch, also wir wollen sie überhaupt nicht abwerten dafür, dass sie das Merkmal Psychopath hat. Aber nur in dem Fall, wenn wir sie behalten, schauen wir dafür, ob es ihr sehr gut geht. Genau. Wenn das unsere Entscheidung ist. Ah, okay, das wird mir jetzt ganz philosophisch und zu kompliziert, was über Mitgefühl und überhaupt. Aber in dem Fall behalten wir das vorwiegend da und behandeln sie als Kolonistin, also genau gleich wie alle anderen auch. Okay, jetzt, was genau, jetzt unser Plan. Wir wollen ja den Sylvansinn wiederbeleben. Und anscheinend gibt es ein Serum. Ich habe das nur so halb recherchiert. Ihr seht ja meine Hausaufgaben. Ich glaube, ich habe das nicht wirklich nachgeschaut, aber wir spielen ja mit euch zusammen. Und das Serum, das Einzige, was ich darüber weiß, ist, es gibt ein Serum. Man kann es jemandem geben, wo nicht ein Skelett ist und die Person erwacht wieder zum Leben. Allerdings. Ja. Allerdings mit Einschränkungen im Bewusstsein. Also eine Art, weil es hat ja schon ein Hirntod eingesetzt. Genau, wenn man den Silvansinn wiederbeleben kann, sieht, dass er vielleicht dann, wie sieht man, beeinträchtigt ist. Also. Nichtsdestotrotz ist das unser Ziel, das wir jetzt verfolgen wollen. Was ich nicht herausgefunden habe, wirklich, wie man zu dem Serum kommen. Ich glaube, es ist eher selten. Mein Vorschlag ist, ich habe nur zwei Strategien, um zu Sachen herzukommen. Einmal sind, also zwei, vielleicht sogar mehrere, einmal Quests erledigen. Ja, so versteckt mit Waren, wobei, das, ich habe das Gefühl, mir ist dann eher etwas teuer sein. Vielleicht handeln. Vielleicht haben die ja so ein Serum. Oder was auch eine Möglichkeit ist, was ich jetzt gerade anschreiben würde, ist. Wie ist jetzt das wieder? Ich hatte.
Egal wie oft ich das Spiel gespielt habe, ich würde nie herausfinden, was das Zeug ist, wenn ich es suche. Es ist wie mit Lego stehen, man findet nie da, jetzt habe ich es gefunden. Relativ schnell die Funkanlage bauen, weil dann kann man mit Leuten kontaktieren, die irgendwo rumfliegen und mit denen handeln. Und genau, jetzt wollen wir uns irgendwie überlegen, also die Funkanlage kann man einfach bauen, wir brauchen Stahl. Stahl wird Maverick nachher abbauen, bauen irgendwo ein cooles, irgendwo coole Funkzentrale. Der Raffi wird wahrscheinlich dann dort arbeiten müssen, weil... Oh, Raffi ist so gut, die ganze Planete, ja, das habe ich schon mal gesagt. Ist am besten sozial und ich glaube, Raffi hat wirklich das Charisma, um mit anderen Leuten irgendwie reden und handeln. Und Brian und Maverick, ihr wären das Team, wo eigentlich eine Art aussehen müsst. Feindlich vielleicht nicht gerade zu denen, aber irgendwie vielleicht ist in dem Quest ein legendärer Revolver, gut, ist, was wir suchen. Da gibt es noch ein Friedensgespräch. Über Stunde. Ihr wärt das Team, aussehen. Brian, du musst mir ein bisschen sagen, was du machen möchtest. Oder es ist kannst du wirklich mir diktieren und sagen, du möchtest das Quest machen oder das nicht, oder dort hinreisen mit dem und dem Zeug. Echt? So. Warte, Pflanze. Ich würde währenddessen schauen, dass wir da weiter ausbauen. Oh, Marfa, du bist gerade, was für ein schöner Start in das Spiel. Du kommst gerade für 8 Tage eine Inspiration über. Und das nächste Tier, das du zähmen möchtest, wird zähmt. Schauen wir doch ganz schnell, was wir alles hier haben. Wir haben... Wow! Das ist noch eine lässige Party. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hengste und 1 Stute. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 ich habe es glaube ich immer falsch ausgesprochen. Bumalup. Oder Bumalope. 2 Esel, Alpakas, Hirsch, eine Hirschkuh, 3 Gassen, ein Stabock, ein Luchs, ein Waschbär, Baumratten, ein Hasen, Ahörnli und Ratten. Die, egal wie schwierig das ist, die kannst du nehmen. Genau. Das mal so. Okay, gut, jetzt Maverick. Du bist ausgeschlafen. Ist doch einmal etwas. Ah, sie geht direkt geschaffen. Okay, cool. Das ist ja gut. Dann, Wolfi, du wie ein Billard spielen? Das möchte ich sehen. Okay. Es gibt wirklich nichts zu sehen. Luzi, da. Ukra, Raffi ist gerade noch im Forschen. Was. Oh, wir sind. Raffi ist so gut im Forschen. Wie richtig. Richtig cool. Wir haben. Ich kann jetzt eine Schusswaffe selber bauen. Ziemlich genau jetzt. Dann würde ich jetzt als nächstes am liebsten Mörser entwickeln. Mörser sind. Ja, halt. Nein, drauf jetzt. Mörser bauen wir daher. Mit Mörser kann man einfach aus unserem Lager rausschiessen. Für das brauchen wir dann Munitionpatronen. Was insofern uns hilft, wenn wir belagert würden, falls das Spiel jemals zu schwer wird. Ich fühle eher nicht. Das ist bisher ziemlich okay. Also wirklich. Völlig ineffizient gespielt und sind recht wicko. Selbstverständlich kannst du den Lux zähmen und im Kampf einsetzen. Noch so gern. Das machen wir doch. Marfa. Priorisiere Zähmung von Lux. Kannst du schon mal überlegen, wie Lux hassen soll? Wir haben dann ein weiteres fleischfressendes Tier bei uns, wie der McWolf ist. Der. Wo ist eigentlich der? Schauen wir mal, wie es drinnen geht. Da ist er, glaube ich. Dort im gut, ein paar Prelligen. Oder eine Wildsau. Eigentlich ist er gejagt. Sus aber tiptop. Trainiert ist er einigermaßen, ist immer ein Wildtier. Es braucht halt auch Zeit. Schauen, dass du. Marfa. Tierpflege auf 2, das ist eigentlich schon okay, aber du gehst vorher gejagt. Ins Feld geschaffen. Machen wir Tierpflege gleich wieder auf 1, Jagd auf 2. Ja, wir können ja auch jagen, das ist schwierig. Gut, was mache ich da?
Coole Schildkröte liegen, mitten in der Nacht. Überall ein bisschen Blut, das ist ja. Ah, wir haben ja noch einen. Wieso, der keinen Namen hat? Eine Ratte, der keinen Namen hat? Eine Stute, der keinen Namen hat? Der Rest von den Tieren schauen so weit das Weg aus, wie ihr seht. Also, ich glaube, unser Wolf ist glaub, einfach wirklich bisher sich am Ernähren von was er findet in der freien Wildbahn. So, das können wir jetzt hier gerade anschauen. Es ist, glaube ein männlicher Luchs. Falls das der. Wenn ich den Luchs. Ja, genau. Und 100% und. Moment mal. Ich merke das. Und ich tue viel. Jetzt viel besser. Jetzt. In jedem Ton aber gehört schon, oder? Ja. Okay. So. Unserem Reservat gehört jetzt der Luchs. Der Luchs ist jetzt ein Teil von unserem Reservat. Jetzt heller geworden da hinten, weil wir haben mehr Luchs. So. Ryan, du bist am Bau, das ist gut. Maverick hat wieder gelegt. Ich glaube, sie hat nur ein bisschen Bergbau, aber immerhin. Es ist, glaube ich, spät oben geworden. Es hat noch recht viele Elemente, die nicht gebaut sind, weil wir brauchen vor allem Stahl. Es wird eigentlich nicht gebaut, weil es fehlt der Stahl. Oh, jetzt ist sehr viel Stahl. Bautplatte, du könntest eine Art mal Stahl abbauen, Brian. Graf ist gerade wieder am Forschen, das ist gut. Da liegt noch Ambrosia. Oh, das sollte man auch kühlen. Das ist schon ein bisschen Chaos. Da hinten ist es glaube ich auch noch nicht gekühlt, aber das... Genau, Herr Löpfel. Gut, die müssen nicht da hinten sein. Schucki hebt anscheinend auch ewig, hm? Das glaube ich dort ist da. Gut, dann schauen wir doch, dass wir die da rausbringen. Könnte das sein? Liegen sollte man. Ah, Moment, doch mal ein Tal. Hier liegen, ja. Andere nicht. Schucki muss in dem Fall auch nicht dahin sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Drogenfutter sind hier auch nicht. Pemmikan, eine Art auch nicht. Und auch nicht. In dem Fall also nicht raus. Mahlzeiten, ja. Ein Stapel. Ah, genau, wir haben ja jetzt ja auch neuerdings da die Lagerungen. Das Mr. Lux, das kann man machen, ja. Wie geht jetzt das schon wieder? So. Ah, du hast mit X, ha? Du bist so. Look. Ah, das ist vielleicht gar nicht eingeschaltet. Wir produzieren jetzt, glaube ich, aber wirklich keinen Strom. Ja. Maverick wieder wach. Hat sie Rücken abbauen, das ist. Viert. Lucky. Machst du? Ja, okay. Gut, sie können das mal noch fertig bauen, das ist okay. Was? Da mit dem Abbau durch den Schlafen und der Walti ist immer noch am Essen. Wie viel gefressen Tage? Wie viel Mahlzeit hat es? Ja, das sollte die nächste. Ja, schauen wir mal die Nacht um.
Ah, ja, stimmt. Gut, dass es sie ist. Ja, dann soll doch der Raffi kurz einmal Ablauf um Forschen und Rauchblatt herstellen. So in dieser Nacht. Das wird unsere Lüftung übrigens. Wieder ein Bau. Ah, wir brauchen die. Nein, wir brauchen doch nicht Stahl, oder? Und Silber und Stahl, okay. Das ist schon der Grund, dass das nicht weitergegangen ist. Ah, da hat's. Bra. Sehr gut. Everick macht das wirklich gut. Morgen früh im Zimmer vom Waldium von mir. Doch. Doch. Bergbau. Ah, du bist nicht so gut. Oh, ich glaube, der Lupin ist. Corona da helfen. Denn. Vielleicht zu. Genau, ja. Ja, die Felder haben wir, glaube ich, das letzte Mal neu bestellt. Das ist unsere Verteidigung. Da können wir dann irgendwann noch die Maschine automatisch ein Quer einsetzen. Dann ist es. Für Verteidigung, dann ist es. Und da so. Ah, genau, was ich noch mitbekommen habe. Es gibt anscheinend bald ein Update. Ah, super. Das sind recht spannend. Es hat recht viele neue Sachen drin. Ich habe noch nicht alles können nachschauen, aber. Ich habe es euch mal geschickt, wenn ihr mal reinschauen morgen. Dann haben wir auch wieder was Neues gibt und was für Möglichkeiten, dass wir dann haben. Lässig. Walti hat krasse Attacke, mir sehr gut. Du bist noch inspiriert auf Rekrutierung, okay. Wir haben momentan niemanden, den wir rekrutieren könnten. Ja, ich habe wirklich recht viel zu bauen gerade im Moment. Ja, wieso ich bin Hunger? Rauf, ich habe noch etwas gegessen. Ah ja, stimmt, es ist ja nur rohes Fleisch unter mir jedes Mal, oder halt rohe Kost. Wieso? Raffi, dir geht's nicht. Ah, du bist einfach völlig erschöpft, weil du so viele Joints gebaut hast. So, ja, mal sind schon ein paar. Gut. Das ist sehr gut. Ah, noch mehr Ambrosie. Sehr schön. Lassen wir das doch wachsen und gedeihen. Später ernten. Gratis Drogen. Ich könnte den Art wieder mal da eine Ladung Stahl wegdrehen. Muss ich mal schnell auf meinen Zettel schauen, wo wir geschrieben haben. Den noch machen wollen. Da, da sind wir dran. Da gespeichert, ja. Verteidigung, ja, es ist glaube alles in Ordnung. Ah, die gehen Jonastahl, die Schiffstahl, die sollten wir abbauen. Die gehen sogar recht viel Stahl und Bautale. Ich habe es gelöscht, weil ich möchte, dass sie die Steine da her tun, dass es ein natürliches Hindernis ist zum Laufen. Wie viele Maschinenteile haben wir? 24, das ist gut. Okay, dann überlegen wir jetzt doch uns noch. Also ich möchte, dass wir noch mehr Stahl überkommen. Wir haben jetzt viele Projekte, wo ich da gerade ziemlich dreckig. Das muss doch. Unseren Kommunikationsraum verbauen, wenn vielleicht da. Ja, das wäre doch cool. Aber wobei da haben wir ja noch ein bisschen Fruchtbares da. Ich glaube schon, ja.
Oder ist das ist doch ein guter Ort, um irgendeinen Kommunikationssaal zu bauen. Oh, das sehe ich hier. Richter, ich komme irgendwann. Nicht ganz gelesen. Richter, aber ich komme gerade nicht raus. Oh, alles gut. Wieso? Das geht nicht so gross sein. Das ist fast schon zu gross, aber. Warum nicht? Denn. Ah, mir, das, genau. Gut, dass das wieder draufgegangen ist da. Drauf gemacht habe, es ist mir von selber aufgegangen. Jetzt wird ich da mal wissen, was es mit dem Lager auf sich hat. Und zwar machen wir doch mal Fleischerhaken. Wir haben ja. Und schauen wir, dass wir irgendwie zu Fleisch kommen. Ah, jetzt könnte man den ganzen Text dort lesen, wo es erklären würde, aber. Ja, ne. Und. Cool wäre doch, wenn wir. Ja, ich sehe, echt, mit der Walti hätte ich schon gesehen, wo ich heiraten will. Da, mit heiraten würde ich kommen. So, das da. Transportieren hier die Mahlzeiten und Leckereien zur Lagerung. Ist das so? Das wäre eigentlich etwas für da hinten, ne? Da gar kein Platz. Vielleicht. Wie ist jetzt her? Hä? So. Ja, dann müssen wir das wegmachen da. Hui, Luzi! Wie bist du da? Das doch irgendwie neu montieren. Stellen wir das Zimmer. Da unter die Lüftung. Haben wir jetzt Stahl? 150, das heißt, wir können jetzt vorerst einmal bauen. Das ist gut. Was ist das? Ah, da sind wir. Ah, genau. Warum? Da haben wir wollen, der könnte grösser sein, haben wir gesehen. Obwohl, jetzt haben wir natürlich die coolen. Da hat auch Arzneischrank. Lagerung von Medikamenten und Drogen. Sehr gut. Und die kühlt sie. Dann wäre es ja etwas von da hinten. Wobei, nein, warte mal schnell, unsere Drogen wollen ja nicht kühlt sein. Also, ja, nicht die Edukt, aber da noch nicht. So, jetzt hat der Walti. Doch das Regal schnell einmal ab. Ah, sehr gut. Das schaut aus, als wäre das schon fast fertig gebaut. Luzi ist gerade am Schlafen, das ist okay. Hoi, Walti, du bist gerade oder? Jetzt sind wir, glaube ich, vollzählig. Schön. Alle Zeit gefunden. Momentan, ich habe gerade nur vorher alles kurz zusammengefasst. Gut. Signifikant Neues ist nichts passiert. Mal, wir haben einen Lux bekommen. Also Marfa hat einen Lux zähmt, oder? Ist der Lux? Und oh, dem sollten wir auch ins Gebiet gehen, das, sonst frisst der Lux ja auch unsere Hennen und so, das wollen wir nicht. Tun wir noch. Da hier würde ich sagen, oder? Das ergibt den meisten Sinn. Müssten wir. Die zwei verträgen sich sehr. Wir haben momentan offen der. Das geht nur noch. 2 Tage. Okay, das ist. Ich stopp's schnell einmal. Waffenstillstandsverhandlungen. Oh, Bund der Kaual hat uns eine Botschaft geschickt, wir wollen zu ihnen gehen. Das ist einfach hierher reisen, relativ ein kurzer Weg. Und mit ihnen reden, wenn wir genug Sozial haben, kommen wir irgendwie plus über mit der. Mit ihnen da, wo jetzt noch feindlich ist. Könnte aber auch ein Fall sein, glaube ich. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Und wir haben noch auf der Vorratskammer des Geschenks. Da hat es einen legendären Revolver drin, auch im Wert von 675 Euro. Und dann haben wir. Noch. Ja, genau. Das ist. Das Quest, wo man am Anfang sowieso kommt, die 44 Tage fertig ist mit. Ah, ich weiß nicht mehr, ehrlich gesagt, was passiert, wenn man da hergeht. Ist es lange her, als ich das, glaube ich, wirklich mal gemacht habe. Handel finde ich gut. Ja, handeln. Genau, das ist mein Vorschlag. Ist einfach, dass wir im Ehren sind. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir sind. So, ja, es ist natürlich ganz am anderen Ende.
Aber irgendwann kann man ja auch zu herfliegen. Das... Mein Vorschlag wäre gewesen, dass wir vielleicht nochmal zu denen gehen oder vielleicht sogar zu Kiliburg oder zu denen. Und mal schauen, ob sie so ein Serum haben. Ich schätze, machen wir nicht viel Hoffnung, aber mal schauen. Okay, du willst keine Friedensverhandlungen machen, gut. Okay. Dann schicken wir ihn eh, wenn du nicht möchtest. Ah ja gut, lassen wir Maverick, das ist zwar nicht wirklich prioritär. Luzi. Du kannst dir die Wand fertig bauen. Und ich sehe hier, unser Spital muss ja auch gekühlt werden. Kommen wir da gerade um die Temperatur. Kühlung, genau. Kühlt. Ah, oh, Marfa, du hast es nicht geschafft, die Tür zu konstruieren. Genau. Halb so viel. Hey, das ist gut, dass du es probierst. Oh, Walti, du bist wieder am Essen, okay? Wieso nicht? Ah, dir geht's. Du hast momentan gerade recht gut. Oh, dir geht's sensationell. Ich bin mir noch. Ach, ich glaub's nicht. Warum? Hey, ich stehe ganz nicht. Ich glaube, was jetzt. Ich glaube, ich muss. Entweder muss ich es mir micromanagen und einfach sagen, mehr Joints, oder ich muss irgendwie. Nein, ungeschenkt, aber er macht's nicht. Vielleicht muss ich. Kann ich befehlen? Richtlinien erstellen, im Inventar behalten, Nutzung. Kann ich sagen, ich soll jeden Tag Joint rauchen? Ein Getränk pro Tag? Ja, nicht, nein, auch nicht. Jetzt vielleicht muss ich einfach härtere Drogen nehmen. Bin ich jetzt einfach nüchtern die ganze Zeit? Ich verstand's nicht. Oh ja, Küche muss man putzen, das kann ich machen. Ich habe sogar einen Joint geraucht. Und mir noch schnell einen Snack für später. Putzkuchen. Das muss man ja auch nicht schnell sein oder bewegen. Sich gut bewegen können. Ist jetzt sauber? Ah, es ist sogar eine sehr schöne Kuchen. Cool. Genau, der habe ich aber woanders einstellen wollen. Das hat nur noch jemand gemacht. Da können wir auch mal das Regal einbauen. Ah, wir haben jetzt natürlich auf der Arbeitsliste. Das sind ja so Sachen, ich glaube, Hilfsarbeit ist bei allen bei 3, außer bei dem Maverick, der natürlich genug zu tun hat im Bergbau. 3 ist nicht gerade viel, aber lassen wir es mal bei 3, es ist ja nicht prioritär wirklich. Oh, ganz viel Bierli, ganz viel Erdbierli. Das Zeug liegt immer noch einfach überall rum, das ist ein bisschen schade. Genug Platz. Die Erdbeerle und Pflanzen. Oh, da brauchen wir auch noch eine Tür. Oder hat es da eine? Das ist einfach. Offen halten, nein, nein. Aha, mal für Tier, oder? Nein, Tier kann durch die Tür. Ich weiß nicht, dass sie auf offen ist. Sehen wir. Das ist recht viel Essen. Oh oh. Moment. Das. Ah, doch, mal. Oder? Geht mit Blau auf. Mit der Lüftung. Nein, er geht nicht auf. Was für ein Moment für die Realisation jetzt gerade. Ja, wie habe ich das immer gemacht? Ich denke, das ist eine komplette Lüftung, die verbunden ist mit denen hier. Aber die müssen es immer durch extreme Hitze durchlaufen. Das wollen wir nicht. Was machst du? Bernhardiner. Ihr dürfen. Ah, sie dürfen bis dahinter. Okay, gut, dann kann sie auch hier auf unserem Zeug essen, das ist okay. Walti? Wieso bist du. Wieso bist du ein. Hä? Willst du kochen? Oder haben wir genug zu essen momentan? 32?
Ich denke genug. Gut, wenn du deine Entscheidung so lang Koch auf 1 ist. Wenn ich im Koch jetzt besser war als vorher, ich denke schon, oder? Nein, du bist noch auf 16. Oh ja, und zwar noch lang. Wow. Aber gut, 16 ist schon recht hoch. Raff ist mit 18. Bitte ist da und ist immer noch. Lernt und lernt und lernt. Brennt die Arbeitslust, ja. Gut. Unser Spital ist schon recht weit fortgeschritten, sehe ich. Es hat sogar schon die ersten Bitter. Hoffentlich sind sie sind nicht gut, sind beide nicht gut. Wer hat die gebaut? Wer hat die gebaut? Die kann man nicht brauchen, wenn sie schlecht sind im Spital. Ah, ich glaube, Wald ist da am Bauen, gesehen im Werk. Ja. Dann ist es besser, wenn Luzi, wenn du die zwei baust. Und die zwei muss man leider abreißen. Ah, wir könnten sie im Gefängnis brauchen. Nein, einfach nicht. Ah, was hast du, Luzi? Hunger? Ja, du musst einfach mal schlafen. Gut, das kannst du ja gleich. Ja, du musst halt immer viel arbeiten. Da müssen wir unsere Ernte auch mal noch einholen. So habe ich das gedacht. Nein, ich habe es irgendwie anders gedacht, ehrlich gesagt. Aber jetzt ist schon zu spät. Ja, ursprünglich habe ich einfach hier falsch abgebaut. Und dann hat meine Dings eingesetzt, meine neurotische Ader, die ich gefunden habe. Es kann jetzt nicht sein, dass wir hier abgebaut haben und hier stehen ist und da frei. Und dann habe ich gefunden, man muss da weiter rumbauen. Und dann kann man einfach eine Lüftung bauen. Anstatt dass die da sind. Es ist eigentlich nicht viel zu heiß in diesen Bäumen. Was gerne nicht bringt, weil es ist eh temperiert, also brauchen wir auch keine Lüftung. Wir sind jetzt noch am Heizen. Gut, es ist Frühling. Vielleicht brauchen wir dann im Sommer eine Kühlung. Jetzt haben wir schon so viel Heizkörper. Oh oh, das ist unser erste gefährliche Event, nämlich die Abumaloppe da ist dort auf Menschenjagd. Was blöd ist, weil wir sind alles Menschen. Das ist relativ gefährlich. Brian. Jetzt brauchen wir deine Präzision. Wisch? So, da. Brauchen wir. Weil, wenn sie jetzt nach uns herkommt, explodieren sie. So eine haben wir noch nicht gezähmt. Die geben Benzin. Was ich glaube, irgendwie jetzt mal gesehen. Da sieht man. Oh, wie kommt schon? Oh, oh, okay. Stopp. Jetzt. Das Bump. Irgendwie da. Oh, guter Schuss. Wieder einmal. Direkt ins Nierli. Ins rechte Nierli. Wow, hoppa. Okay. Das ist der Grund, wieso dass wir deine Präzision brauchen. Sensationelle Arbeit. Auf dich absolut Verlass. Oh, du hast auch schon. Deine Niere ist kaputt. Das gefällt mir aber gerne. Du brauchst eine neue Niere. Eine linke. Und dein Oberkörper ist verschnitten. Ei. Du hast immer leichte Schmerzen. Hm? Schade, mir würde das jetzt helfen. Ich bin aber ja. Okay. Ja. Du kannst wieder machen, was du möchtest. Durch das Feuer austreten, wenn du das möchtest. Ja, das ist schön. Das grüße ich sehr. Hallo, gut, haben wir die auf unserer Seite. Marv, hast du schon extra aufgestanden, um noch ein bisschen im Feuer zu tanzen? Schade, verbrennt jetzt der Körper. Nein. Jetzt bist du da einfach am Essen. Das ist sicher noch gut zum Anschauen. Und kein Interesse mehr am Feuer. Ja, die wird verbrennen, sage ich. Und ich bin aufgestanden und ein bisschen da über. Und noch ein bisschen im Feuer tanzen. Ah ja, stimmt, das kann ich gerne. Genau. Dann rücke ich kurz unten dazu und ist so eine Ecke. Scheint so ein Ding zu sein bei uns. He? Ja, ich weiß so nicht, was wir machen sollen. Was man machen kann, ist, um es wirklich ignorieren, ist zu sagen, dass das nicht mehr unsere Zone ist, dann ist es nämlich allen gleich. Oh, Karawane.
wo die Bonis dran sind. Da. Dann kann man handeln. Hm? Raffi? Jetzt zum. Die haben eine. Boah, die haben eine Pferde dabei. Eber. Noch ein Eber. So eine coole Karawane. Einfach umreisen mit ein paar Sauen. Jetzt wieder in unserem Heimatgebiet. Ich fühle mich ein bisschen wie so die grossen Ölfirmen. Da brennt alles und ich versuche es einfach so gut wie möglich zu ignorieren. Okay, gut, jetzt ist. Weil es. Irgendwann geht es einen Schuss für. Bin überzeugt. Also, sie haben. Eine Sau. Nochmal eine Sau. Ein Eber, Eber. Ducki. Fuchsfleisch. Oh, das essen wir fix nicht. Yorkie-Fleisch, also eine Art Hund, essen wir auch nicht. Bärli, Neutramin zum Medizin herstellen, Bautale, fortschrittliche Bautale, Stoff. Wir haben Bisonwolle, 100. Wir, das haben wir. Okay, haben wir unser Bison geschert oder grasiert? Kann mich auch nicht erinnern, aber super. Oh, zum Glück haben wir ein paar Joints auf der Seite und sogar Ambrosia zu verpicken. Ein schöner Reim. Die Schutzjacke haben sie zu verkaufen. Eine Organkühltruhe, die bauen wir selber nachher. Absitz. Aha, jetzt ist natürlich noch viel mehr. So, Zeug drin, das interessiert sie alles nicht. Ja, Kleidung. Schutzkleidung ist recht spannend. Finde. Genau, danke, dass du es siehst. Genau, eine normale Hose, die posten wir jetzt. Und gehen zum Luzi. Wenn der Luzi dann nicht. Was? Kaufst du die Organhülle? Ist echt keine Organhülle. Das ist eine Organkühltruhe. Die kann man selber bauen aus Stahl und Maschinenteile. Die bauen wir nachher selber ins Spital oder so. Oder? Ist das sinnvoll? Oder muss man eine Kühltruhe. Nein, die ist ja gekühlt, oder? Ja. Strom, das weiß ich auch nicht. Ähnlich, ja. Schlechte Schlafsack, so muss man auch mal einen besseren bauen. Das Einzige, was mich interessieren würde, sind die Schutzjacken, aber ich meine, für den Preis. Was man machen kann, ist Zeug verkaufen. Natürlich nicht unsere Tierchen, unsere Schocke verkaufen wir, glaube ich, auch nicht Herdöpfel. Wir haben recht viel Reis und Bärli, die sollten wir vielleicht verkaufen. Im Tal, vielleicht. Und wir könnten Bisonwolle könnten wir verkaufen, wir können aber auch Kleider herstellen aus Bisonwolle. Der Lutz ist gut in dem. Joints können wir verkaufen. Das ist so etwas. Was machen wir? Sollen wir etwas handeln? Ah, wir können ihnen natürlich auch etwas schenken, dann haben wir ein bessere. Wie sieht man? Zügig, ja. Zum. Finde ich gut, perfekter Vorschlag, Prime, verkaufen 60 Joints. Minus 60 für uns. Das sind. Es ist auf jeden Fall viel mehr als. Also, sie haben sowieso nur 800 Silber. Ich würde sagen, wir verkaufen so viel, bis sie kein Silber mehr haben. Aber Neutramin würde ich ehrlich gesagt kaufen. Ah, es ist teuer, aber es kann man auch Medizin herstellen. Rauchblatt haben wir auch noch von uns. Das ist gut. Also, wir stellen sowieso noch mehr her. Unser schlechter Schlafsack würde ich im Fall ehrlich gesagt gerne verkaufen. Da machen wir mal einen besseren. Ich möchte nicht, dass ihr den schlechten Schlafsack schlafen muss. Haben wir genug Essen? Ja, wir haben genug Essen. Wir haben 500 Reis und 344 Bierli und es ist Frühling. Also, ich würde ehrlich gesagt, ich würde mal die Hälfte vom Reis verkaufen. Ich bin so. Sind wir fast wieder draußen. Ich könnte mir noch 100 Bärli verschütten. Sind wir auf 72? Ja. Gut, viele Fürsche kommen nicht wirklich. Es sei denn, wir verkaufen wirklich noch viel mehr. Wir haben am Fall eine ganze Ernte, glaube ich, die rumliegt, wo man jetzt vielleicht gerne nicht zum Handeln brauchen kann. Da bin mir nicht ganz sicher. Schau mal, wir haben. Das ist viel Essen im Fall.
Also, ich habe das Gefühl, das kann man halt schon verkaufen. Also, das, wir haben ja dann immer noch. Warum gar nicht mehr alles neu Termin kaufen sollen? Aber machen wir doch mal den Handel. Ich akzeptiere das mal so. Die sind ja jetzt noch da. Wenn er jetzt noch etwas handeln will, kann das ja noch mal sagen, dann können wir wieder schauen. Aber wenn man jetzt noch ein bisschen weitermachen kann. Ach, da brennt wieder alles. Ey. Ja gut, wenn wir jetzt dort. Ja, also ich bin mir nicht sicher, ob es die Bärli. Uli hat es schon dazu erzählt. Ich glaube, sie ist schon auf ihrem Heimatgebiet. Da sind sie nicht in dem Lager, ist es nicht, ja. Aber da wächst ja auch schon wieder alles überall. Ich glaube, wir verhungern jetzt so schnell nicht mehr. Im Winter muss man dann schauen, aber bis dorthin haben wir Zeit, um uns weiterentwickeln und bauen. Und. Wir brauchen ja nicht viele Einheiten, um die einfachen Mahlzeiten herzustellen. Von denen haben wir zu einer 27. Ah, es wäre super, wenn es regnen könnte jetzt. Wenn ich irgendeinen Regen sauber mache oder einen Regenspruch oder. Wäre das, was wir gerade bräuchten. Ja, ich weiß. Ah, jetzt haben wir auch. Ah nein, die Kommode ist gut, etc. Die sind immer noch schlecht. Ah, die werden wir abbauen. Die sind exzellent. Das ist Luzi-Qualität. Das sind richtig gute Bett. Psychoidfeld habe ich gerade vorher gesehen, habe ich bestellt. Da liegt überall. Schaut dir das an. Oder Psychoid, oder wie man dem sieht. Da, das ist alles. Das ist eine ganze Ernte. Wo wir jetzt alle. Die habe ich. Ui, ui, ist das die Boomrate? Hat, glaub. Ist dir? Hi. Könnte sein, es gibt ja auch Katzenmünzen, wo sich Katzen dran riechen, also. Gut, was möchtest du? Ja, das ist einsammeln, okay, also. Aber du kannst mir helfen. Laufen? Ja, natürlich. Musst du wirklich erholen. Maverick, hilf mir doch, bist du gut. Ah, du kannst nicht. Nein, mach's allein. Ja, ich weiß, es brennt. Glück, Luzi, geht's so gut? Ja, nicht so besonders. Du hast jetzt den Ball alles Stahl abgebaut. Da bist du. Das ist schön. Sehr gut. Ah, und in unserem Stall sind wir auf Maschinenrest gestoßen. Das ist schon gut. Ui, was machst du? Aber da kommen wir, musst du wirklich nicht. Nein, 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 nein. Das, jetzt ist das Feuer, kann man im Fall jetzt wirklich ignorieren. Das ist jetzt genug weit weg. Wenn du ihn verbrennst. Du hast nicht einmal ein Mittelzeh. Du kannst dich aber um 4% weniger bewegen, weil du ein Zeh weniger hast. Hä? Tatsache. Okay. Ja, ich hoffe, du hast nicht wollen Ballerina würden. So. Oh, ich sehe hier hin da. Ah, der Werner Gernli hat die Hose nicht vorher zurückgebracht. Das habe ich gerade verpasst. Aber es klingt. Das ist, glaube ich, die neue Hose. Nein, das ist die alte. Das ist nochmal eine schlechte. Luzi, jetzt. Hast sie du sie schon angelegt? Moment, schön. Bedürfnis. Verunreinigte Hose. Eieiei, okay. Jetzt. Du hast eine Hose aus. Eine gute Hose aus Schafwolle. Es ist ein bisschen dreckig und du hast minus 8 wegen dem. Wo ist denn jetzt die Norm. Wir haben doch eine Hosenpost. Eine normale. Also mit gewöhnlicher Qualität, ne? Wo ist denn die? Ist schon weg. Bitte noch. Das ist ja auch da, unser neuer Termin. Das haben wir ja. Ah, nein, das ist ja auch nicht. Nochmal eine schlechte Hose. Kaputte schlechte Hose haben wir massenhaft. Okay, Luzi, weißt du was? Du machst dir jetzt eine Hose. Du machst dir jetzt eine richtig gute Hose. Hose. Also, was für eine Hose möchtest du, Luzi? Wir haben. Wieso wohl?
100 oder Stoff. Du bist zwar ein Nudist, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wieso du Hosen an hast im Frühling, aber wenn es draußen 25 Grad hat. Ich versuche jetzt noch einmal, dir einfach die Hosen abzuziehen, so eine Art. Nicht, wie sieht man will, nein. Genau, du hast jetzt hier hergelegt, das ist gut. Ein verunreinigter Paar. Zieh dich doch einfach schnell aus. Jetzt hast du noch. Einigen in die Kleidung, ich verstand es nicht. Okay, Luzi. Ich hoffe. Ja, genau, ich glaube, darum hast du eine dreckige Hose, genau darum. Wieso? Also, du erstellst jetzt eine Bison-Hose. Und es ist, also wenn sie du nicht anlässt, dann was auch nicht. Verbieten Bison-Wolle, von dem haben wir 100, das sollte lange für eine Hose. 40 Materialien, da könntest du zwei Hosen herstellen. Also Luzi, jetzt bist du nackt hoffentlich, also jetzt bist du nackt und... Jetzt bist du nackt und glücklich, du hast vorher minus 8 wegen deiner Hose und jetzt bist du nackt und hast plus 20. Irgendjemand hat dich noch beleidigt. Du hast nicht kalt und, oder heiß. Ich lasse dich jetzt einfach mal da machen. Gut, noch das hier. Damla, sonst wird der Brian hässig. Mit dem Brian lege ich mich nicht an. Mensch, aber hast du es... Ah, ist es wirklich? Ah, verunreinigt da eine. Ah, das ist... Ah, okay. Stimmt. Das habe ich vergessen. Dass das so ist. Das ist, weil die Version ist ja auf Deutsch und ich habe vergessen, dass es verunreinigt. Und das bedeutet genau... Luzi, ich weiß nicht wieso, dass du Hosen von Leichnehmer anlegst, aber... Warum nicht? Könnten wir verbrennen, könnten wir gar ins Feuer werfen, wo es langsam ausgeht. Ein kleines Buschfeuer hat sich hier entwickelt. Aber das ist gut für die Natur. Finde ich, kann man behaupten. Weil die Hose im Herstellen. Das ist eigentlich recht schnell. Und es regnet. Ein nebliger Regen, perfekt. War. Nein, du musst jetzt nicht ins Feuer. Ja, ist ja. So, Luzi hat schon die Hose hergestellt. Was machst du jetzt mit der? Jetzt bringst du sie ins Lager, okay? Jetzt darfst du machen, was du möchtest und du machst. Du baust Sandstein ab. Gut. Dann ich lasse jetzt einfach nackig rumlaufen, bis wieder irgendein Kleidungsstück anlegst, oder nicht passt. Nein, es ist. Also, überhaupt nicht. Du kannst machen, was du kannst. Kleider von, ich habe überhaupt nicht King geschenkt, also nicht mein King, aber your King ist okay, also. Du hast so viele Kleider von toten Leuten anlegen. Bis es endet, der Tag von mir aus. Ich. Das ist ein echt schöner Regen, ne? Schön, mit dem Nebel. Unsere Tiere sind super fleissig am Helfen, das ist vor allem dir zu verdanken, weil du sie permanent wieder am Trainieren bist. Wir werden ja gerne unsere das ist ein super Hengst, der Chat-Hengst, den es gibt, ist in allem verdammt gut. Studie 1 ist sich umentwickeln, glaube ich, langsam. Die muss man immer wieder trainieren. Ich glaube, das ist neu. Ich glaube, das hat es früher nicht gegeben. Ich glaube, früher hat man sie einfach trainiert und sie sind geblieben. Und jetzt haben sie wieder Mechanik drin, dass sie wie andere auch so wieder vergessen, wenn man es zu wenig lang macht. Es nimmt langsam ab, je nachdem, wie ein Gedächtnis halt funktioniert. Die Leute, die ein Gedächtnis haben, ich habe. Nicht zu meiner Sache. Wo hat es ein Reh? Jetzt ist ein gutes Reh.
Ah, da, ja. Jürges Reh. Jetzt ist er drin. Ah, nein, was haben jetzt geklickt? Ich habe eine Wegträger, die brauchen wir doch nicht. Ich will da herkommen, die auch. Ah, die kommen so da, die müssen wir nicht umdrehen. Ja, ja, da. Schnell wieder. So, unser Spital ist sehr, sehr, sehr gut gebaut. Vielleicht Licht wäre noch eine Sache. Zum Beispiel. Da ist sicher, bräuchte man sie noch zum Operieren. Ah, nein, nein, nein. So schnell sind wir. Wohligen Kolonisten. Moment, warte. Unzufrieden, weil sie nackt sind. Wieso ist jetzt Maverick nackt? Hä, aber wieso? Hä? Wieso hat jetzt Maverick keine Hose an? Was ist los mit der Hose in dem Spiel? Ja, Luzi, baust du noch mal noch? Machst du noch mal ein paar Hosen noch? Machen wir mal ein paar. Ah, wir haben gerne nicht so viel. Gut, wir haben Stoff. Also, auf jeden Fall Stoff. Wieso wohl behalten wir noch? Ich glaube, da könnte man noch irgendeine lässige Jacke bauen für den Winter. Ja, Luzi, gut, dass du es siehst. Selbstverständlich kannst du wieder mal Kunst machen. Machen wir auch eine kleine Skulptur. Eine grosse Skulptur oder eine gewaltige Skulptur. Und dann müsstest du mir noch sagen, aus welchem Material. Holz oder Stahl oder also Granit oder Kalk. Stahl. Lieber vielleicht nicht gerade Stahl, weil den bräuchten wir. Gerade momentan fände ich vielleicht, wenn wir behalten könnten. Aber selbstverständlich darfst du. Ein Kleine aus Stahl. Also gut, okay, willst du bist Luzi. Was ist denn der Kleine? 35? Okay, das ist nicht. Das ist. Schließlich hast du den Stahl ja auch abgebaut. Oder? Aha, okay, jetzt hast du es. Nein, nein, Klinius Stahl ist okay, wenn du noch möchtest. Genau, da. Irgendwann wäre ich froh, wenn wir den. Für eine Geothermie. Das ist im gewaltigen Maisfeld, das kommt ja auch noch zu unserem Essen dazu. Wir haben natürlich viel mehr angebaut als das letzte Mal. Was mir nicht so gefällt, sind die Bärli im Regen. Die nennen Schaden so. Ryan, du tust doch so gerne Sachen versorgen, die rumliegen. Ja, da haben wir die Bärli da vorträgen. Haben wir verklickt, okay, gut. Da liegt eine gute Hose aus Schafwolle, wo. Ah, die ist verunreinigt. Okay. Ah, das ist die, die man Luzi aus. Wo der Luzi abgezogen hat. Okay, also, jetzt mal schnell. Luzi, du schlafst, du kannst morgen. Raff ist schon wieder am Forschen, wie geht's? Mörser kommt gut voran. Sobald wir das haben. Ah, Medizinherstellung haben wir noch nicht einmal entwickelt. Dann nehmen wir ja fix das noch. Ich könnte wieder mal Joints herstellen, das ist etwas sinnvoll. Wir brauchen noch mehr. Wir müssen die noch verarbeiten, Schiefer verarbeiten. Was wollen wir noch machen? Nehmen wir Essen noch. Da drinnen hat es, glaube ich, einen Haufen Herdöpfel und Reis. Es hebt schon ein paar Tage, wenn es nicht kühlt ist, dass wir es einfach noch kühlen. Eigentlich muss man es nicht wirklich kühlen, wir sollten es eigentlich verbrauchen und dort innen lagern. Sinnvoll, finde ich. Batterien sind fast leer, also das ist okay, es hat hier noch... Okay, es sind wirklich alle Batterien fast leer. Außer ihr habt da auch einen Strom. Ja, okay, aber jetzt geht da wieder ein bisschen etwas. Ich glaube, der reglige Nebel... Der neblige Regler... hat, da sieht man, nicht so gut. Oder es ist, glaube ich, einfach Nacht gesehen und darum ist wenn man keinen Strom überkommt mit dem Solarwerk. Ich weiß es gar nicht. Gut, also, was habe ich gesehen? Nein, 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 das ist für Luzi reserviert. Luzi, du gehst die Kunst machen. Ich tue Joints herstellen. Raffi, mach was du möchtest, du hast gerade geschafft, oder? Bist du müde?
Und vor allem essen, aber das ist gar nicht mehr. Okay, dann musst du weiter forschen. Brian. Das Zeug aufgesammelt. Jawohl. Dann. Sammle ich doch. Oh, das machst du gerade eh schon. Gut, du baust Funkanlage, das ist gut, das kannst du. Da wird es eine kompliziertere Sache. Luzi, du bist im Bau, haben wir gesehen. Balti, du bist im KHC. Marfa, Pokern, kannst du machen. Und Maverick ist im Abbau. Okay, gut, dann lassen wir doch mal schnell laufen, wenn das so ist. Also, wieso ist das im Lager zerfallen? Wenn wir jetzt bei AG das Lager hat nie ein Dach gehabt, oder was? Was, aber. Da ist es. Eieiei. Oh, unser Spital hat auch kein Dach. Und wer braucht schon ein Dach? Okay. Ah, Moment mal. Oh, nein, das ist doch nicht sinnvoll. Und auch gar keine Abluft. Was ist mein Plan mit dieser Lüftung? Das habe ich doch vorher schon mal versucht zu überlegen und bin ich nicht hingekommen, oder? Ja. Hey, wir bauen die Lüftung, ob es etwas bringt oder nicht. Es ist jetzt gleich, wir bauen die Lüftung. Ich kann nicht damit leben, dass das anders geht. Oder, ja. So. Genau. Ist zwar immer noch im Freien. Ah, der muss natürlich zuerst noch gebaut werden. Ja, es ist ein Himmel mit Aussicht. Freihimmelspital. Klingt eigentlich sehr schön. Brian, baut du zuerst stark und vielleicht nachher die Wand. Warum nicht? Ah, ich sollte. Gut, hat irgendjemand für uns Maverick entspannt sich mit anderen Dach? Kannst du machen, trainiert wie so. In was? Die Schütze? Ah, in der Zahmheit. Ah, das muss aus sein, okay. Aber wieso kann ich es beschützen? Schauen wir mal schnell, ob alle unsere Tierchen. Silvans Baumraten kann noch angreifen. Müsste Silvan sagen, ob er das möchte. Ah, und da, was ist das? Folge Herrchen bei Außeneinsätzen und Folge Herrchen im Kampfmodus. Möchte ihr, dass Tier mit euch in Kampfmodus wechselt? Wie zum Beispiel das Reh. Ah, Marfa, du hast eine Beziehung mit dem Reh. Ich könnte Wernli gerne den Kampfmodus holen. Der Walti könnte Bernhard Diener in Kampfmodus holen. Der McWolf ist schon für Marfa. Akabara für Raffi. Ah, die haben eine Bindung. Marfa, du hast keine Bindung. Du bist einfach. Du hast sie trainiert. Warte, gebunden an Walti. Okay. Aber genau, Fokus Kraftwerk bauen. Du bist immer noch. Okay, Luzi, ich lasse dir die Skulptur, wie lange geht das? Es geht lang, aber ich lasse dir das machen und nachher bauen wir das Kraftwerk. Fangen alle schon mal Strom. Ich sage, wir haben noch genug Strom. Wir verbrauchen nicht so viel. Irgendwann brauchen wir dann richtig Strom, wenn wir so Sachen bauen, wenn wir Melzofen oder Krematorium. Ja gut, das bauen wir nicht. Wir essen unsere Leichen. Oder Küsse essen unsere Leichen. Holzschmiede? Das habe ich noch nie gehört. Nee, das habe ich gehört. Das ist mir ein bisschen unbekannt. Anikwerkbank. Okay. Ah, für Munition. Mal das kennen. Aber hat es da neue Sachen drin? Das ist alles irgendwie ein bisschen kurios. Und das Lagersystem mit den ausprobieren. Oh, wir haben Besuch. Und man kann so gerne mit ihnen handeln. Das wäre viel zu absurd, wenn sie jetzt das Serum hätten. Und wir würden gleichzeitig überfallen. Was für ein Zufall. Was für ein schlechtes Timing für. Schauen wir doch zuerst einmal an, was wir da zu tun haben. Udoa, eine Gräberin. Und eine Bogenschützin. Mit einem Bogen, wie es gehört. Das ist ein Stubenhocker um verdossen. Das ist schon unten nass. Aber so sympathisch. Legua Forelle Albioio, was war ihr Spitzname? Die hat keinen. Ah, schau mal, wir haben über die Woge ein Rauschmittel konsumiert. Sehr gut. Wow, hey, cool. Kursschläfer, sorgfältiger Schütz. Und Bogenschütz.
Ein Wissenshüter. Cool. Und. Was könnte es. Wie könnte man den Buchstaben. Ich versuch's einfach mal. Unobaga. Evas. Evas. Wunderschön. Weichei und sehr gescheit. Pure gute Kunst. Eine angehende Künstlerin. Es ist 16, okay. 16, eine wunderschöne 16-Jährige. Wo gescheit ist, okay. Die anderen sind, glaube ich, ein bisschen älter. Ja, 25 und 47. Okay. Haben die Beziehungen miteinander irgendwie? Die zwei sind befreundet. Warte mal schnell, das Kind. Nein, Moment mal. Er mag das Kind sehr gut als Freund. Ich finde, es ist ein bekannter Künstler. Okay, weil jetzt ist es traurig. Ah nein, Entschuldigung, nein, sie zwei. Nein, falsch geschaut, genau. Falsch. Die zwei kennen sich nicht, oder? Das sollte ich wahrscheinlich nachschauen. Nein, kennt sie das Kind? Ja, speziell, bekannt, ungefähr. Sie sind einfach mit einem bekannten Kind unterwegs, okay. Hier, da haben wir. Ebenfalls Leute mit Pfeil und Bogen. Rotziehkuh, Bojo. Das sind die, die unsere Tiere geschlachtet haben, glaube ich, wenn man nicht alles täuscht. Die haben alle, kennen sich alle überhaupt nicht. Der hat einen Iqua. Die heißt Maulwurf, ist ein Hüter, hat einen schlechten Kurzbogen. Okay, ich glaube, das schaffen wir. Jetzt, ja, machen wir unsere Standardverteidigungsformation. Wobei, mir braucht es vielleicht nicht einmal unbedingt. Wer wird kämpfen, wird, was sagen wir? Ich glaube, ich baue weiterhin Joints. Ich glaube, ich gehe nicht kämpfen. Also, es sei denn, niemand von uns macht es, dann gehe ich, aber. Gut, das wäre jetzt komisch. Fähigkeiten bei. Ah, gut, stimmt, natürlich. Wir können ja auch schauen, ob wir jemand vielleicht überzeugen wollen zu uns sagen. Wir haben hier. Was den Namen versuche ich gerne erst auszusprechen. Sehr gute Fernkämpfer. 10. Sehr Bergbau und Konstruktion. Wow, okay, recht gut. Flatterhaft, das ist nicht so schlimm. Robohocker, das ist ein bisschen ungünstig. Dann der Panther. Langsamer Lerner an Achtüler und schnell im Laufen. Jäger. Auch gut im Fernkampf. Dann Maulwurf, sie ist nicht so gut im Fernkampf und ohne im Nahkampf. Sie ist eine Joggerin und freundlich. Und Gamindler. Okay, im Fernkampf. Nicht schlecht im Nahkampf, eine Gräbere. Ich kann nicht Fürsorge machen, aber so ist ein starkes Immunsystem und falls eine Stubenhockerin. Hä, wieso? So viel Stubenhocker hat sie? Sie und dann glaube ich noch eine von den anderen. Okay, du versuchst. Also du möchtest auf sie schiessen. Sie hat mit Abstand den meisten Fernkampf. Mit 10. Das heißt, du wirst auf sie gehen. Und Walti, du bist dabei. Du bist noch Kämpfer. Du wirst wahrscheinlich zum Einsatz kommen, kann man vorstellen, dass dir. Die greifen direkt an. Ah ja, stimmt, danke Marfa, du hast noch gesehen. Maverick muss mir zuerst eine Waffe geben. Maverick hat keine Waffe. Gehen wir doch. Ja, perfekt, ein Repetiergewehr. Ich weiß nicht, ob sie es rechtzeitig schafft. Und darauf an, wo sie ist. Sie ist der Hunde. Nein, sie schafft es nicht. Ja, ich glaube, Ryan, oder ich lade das gleich einmal noch Flinte. Una will sie, sie sind schon im Kuh. Und ich möchte nicht, dass sie irgendwie zu unseren Tieren kommen. Du bist noch am Schlafen, Brian. Soll ich dich wecken? Willst du kämpfen? Brian? Du bist noch da? Ah ja, du hast ja gerade etwas geschrieben. Ja, das war's. Ja, okay, also gut. Du gehst genau da her, das ist perfekt. Walti, Achtung vor der Pfeil, falls du beschossen wirst. Ich glaube, ich stelle mich da hinten jetzt auf. Maverick ist am Aufschalten, aber es geht noch eine Weile. Ryan ist schon am Schiessen.
Plus Nummer 1. Ah, ist Shiba. Okay, aber das ist gerade zertrümmert. Oh, ich bin da ein bisschen nachher. Das Ziel ist jetzt, wenn sie auf den Wald losgehen, möchte ich im Wald die Rückendecke geben, indem ich im Wald zuerst den Rücken schieße. Natürlich schieße ich komplett daneben. Okay, jetzt bin ich... Das ist verdammt gefährlich, aber jetzt ist vor bei mir. Walti, gang du schnell auf... Gang du an, Brian. Und ich... Gang schnell wie möglich da über. So. Durch im Kreis laufen. Ich muss einfach weglaufen. Lauf! Ah, ich bin ja schnell auf dem Weg. So. Jetzt vielleicht gleich nochmal das Führer öffnen kurz. Ich schieß. Ja, hier nicht hin. Oh oh. Und. Weg. Walti. Okay, jetzt sind unsere. Du schnapp du dir mal den Brian. Fokussier dir mal auf dir. Das gefällt mir gar nicht. Haben wir noch. Raffi. Du hast jetzt so ein. Say hello to my little friend Moment, indem du da die Tür öffnest und. Okay, du kannst nicht die Jüngste schiessen wählen. Ich weiter lang nicht. Du verteidigst da die Seite. Ah, Walti, komm wieder zurück. Lauf. Guter Schuss. Der Schuss. In die linke Lunge, okay. Müsste es nicht kollabieren, wenn man in die Lunge geschossen wird. Können wir da nicht eine Art zusammen. Oh nein, sie gehen auf unsere Gäste los. Oh, was sind wir für schlechte Gastgeberinnen. Ganz schlecht. Laufen weg, nein, jetzt werden sie beschossen. Sie benutzen unsere Deckung, ich glaub's nicht. Oh, das gibt schlechtes, wie sieht man. Walti, schnapp dir mal die, die haben Fernkampfwaffen. Wir wechseln jetzt. Wir schiessen wir. Eieiei, da geht's brutal ab. Was ist da los? Schnapp dir die. Rein. Hast du noch einen Schuss? Den letzten. Gut, jetzt. So. Cool. Ah, was ist das? Hä, hey, wieso ist jetzt die nackt am Boden? Oh, ist das... Ah nein, das ist sie, die verdammt gut... wer hat sie abgeschossen? Wahrscheinlich der Brian, oder? Ah, es hat, glaube ich, Anschuss geklangt, hä? Die linke Lunge, und sie ist tatsächlich kollabiert, hä? Okay. Wieder am Rumstehen und... Panther schießt auf mich. Okay, ich gehe in die Decke. Brian, komm, Nein. Doch, mal anschauen. Walti, die sagt, du bist im Nahkampf mit Maulwurf. Sie hat nur Füße. Das sollte eigentlich gut gehen. Du wirst aber auch noch beschossen von viel und Bogen von unseren Gästen. Grafika wieder geschlafen oder was will man? Oh, sie ist gestorben. Eis. Was bedeutet linkes Auge Kies? Forelle warf Kies in Gameles Augen. Wow, okay, das ist ja recht absurd. Ah, jetzt sind sie gestorben. Ich glaube nicht, dass das unsere Frau... Ah, das sind die, die uns angegriffen haben. Die, die noch leben. Nein, die uns besucht haben. Sind alle noch am Leben. Ist auch niemand. Mulforelle da. Ah, nein, nicht die Menschen. Das... Ah, jetzt check ich es. Glaube ich. Ja, Forelle hat. Ja, das liegt Kies in die Augen tun und ist nachher verschossen worden und verschlagen worden. Vor allem noch in den Schuss schieben. Das Spiel, hey. Absurd. Walter, du bist erfolgreich gewesen, ohne wirklich grossen Schaden. Du darfst wieder machen, was du möchtest. Du hast sie. Ihren Oberkörper verschnitten, ihre Schulter, ihren Arm, ihren anderen Arm, ihren Oberarm. So, der Panther ist jetzt natürlich am Flüchten. Wir könnten sagen. Okay,
Dann einfach flüchten lassen. Ryan, was willst du machen? Wow, hoffentlich. Okay. Okay, jetzt ist die Frage hat sich erledigt. Der Schuss hat ausgesessen. Shiba ist kaputt. Ah, das bin ich gewesen. Ah, okay. Warum ist es so lang gegangen? Ah, du bist da, ja. In dem dunklen, dunklen Raum. Warum? Ist jetzt der Strom eher ausgeschaltet? So? Du bist noch eingeschaltet, oder? Ist so dunkel? Nein, es ist einfach nichts mehr. Ja, es Ja, es sind einfach. Bro, habe ich die Nase vor der Faust. Das ist der einzige Schaden, der es wirklich über. Ah nein, ich war der Oberkörper. Aber es ist schon gepflegt. Die kratzen alle, wie schon vor da gewesen. Ah, jetzt können wir mal noch mit ihnen reden, mal schauen, was sie so zu erzählen haben. Maverick ist auch verletzt, was hast du? Ui, eine Schusswunde, okay. Kannst du einfach dich selber schnell priorisieren, Behandlung? Sie haben mitgebracht. Chemikan. Rittermedizin. Und einen Bogen und eine Maske. Und sie haben 121 selber. Wie viele Joints haben wir? Sicher genug, um zu diesen 121 zu kommen. Perfekt. 16 Joints Konsole. Wir können ihnen ein paar Joints schenken oder so. Ist jetzt unsere... Hat jetzt das irgendetwas gemacht mit der Fraktion? Wem gehören sie an? Deara Familie. Deara... Null, okay. Wenn wir ihnen... Wie viele Leute sind es? 3 Leute. Wir können ihnen 9 Joints schenken. So für jede Person 3, was man halt so durch den Tag, was man halt so am Abend raucht oder irgendwie so etwas. Oder was sie halt so, wenn ich einfach etwas anbiete. Ah, gut, dass es sehr schmarf war, ja, unbedingt. Also, ihr seid einverstanden, finde das gut. Brian, du bist nicht schlecht im Sozial, gell? 9, das ist genug. Und du hast völlig recht, nachher nehmen wir alle selber wieder mal viel Drogen, weil... Und selber nehmen sie es ja nicht. So, Geschenk. Machen wir 9 Joints. Mal schauen, ob etwas passiert. Bitte Geschenk an plus 1. Der Ruf hat sich von 0 auf 1 geändert. Juhui. Schön. Ja, ganz toll. Gut, was haben wir gesehen? Drogen, ja. Ja, geht's mir? Ich bin wieder uren nüchtern. Oh, das ist nicht gut. Das. Muss man zuerst herstellen, huh? Luzi, wie ist. Du hast gar kein chemisches Bedürfnis, du bist. Raffi ist irgendwie, ich habe das Gefühl, der Einzige, was irgendwie schafft, dass er nicht irgendwie chemisch am Verhungern ist permanent, weil die hat auch kein Bedürfnis. Brian ist chemisch passiv am Verhungern und Marfa, okay, weißt du was? Brian, du bist nachtaktiv. Hast du, bist so gut, du kannst es nicht, nein. Und Essen haben wir auch wieder sagenhaft wenig. Ich, die vorher gefunden haben, nein, wir haben genug Essen, es wird uns nie ausgehen. Nein, wir haben einfach wenig, ich meine, wenig Mahlzeiten. Essen haben wir schon genug. Ich bin auch nicht der Viertel vorwärts. Aha, ich bin da auf. Die Nacht kommen wir für Weigulu. Ryan, du kannst halt gewisse Arbeiten nicht ausführen. Was machst du jetzt? Aber jetzt bist du am Bauen, das ist gut. Du baust gerade unsere ganze Funkzentrale. Super Sache. Und sie hat keinen Strom. Logisch. Genau. Oder denn der. Und jetzt baust du gerade hier weiter.
So, es ist stark. Unsere Gäste verlassen uns wieder, hoffentlich zufrieden, und wir haben sie nicht wirklich kennengelernt. Sie sind auch nicht wirklich irgendwie da reingekommen, gegen etwas machen, leider. Boah, hast du sogar die Stufe 19 erreicht, Rafi? Haben wir das gerade miterlebt, dass du... Gerade in diesem Moment bist du ein Planeten wieder Grossmeister geworden. Du bist der gescheiteste Mensch, den wir haben. Hm? Oder den wir kennen. Moment, 17 bist du... Oh mein Gott, die haben ein Geburtsdatum, oder wie? Das habe ich nicht gewusst. Ich habe es noch nachgeschaut und ich dachte, das geht nicht zum Einstellen. Und du hast Geburtstag, Rafi? Du bist 17 geworden. Vor 7 Tagen. Ah. Ah, oh, ist der Silvansin, ist sein Herzinfarkt vor... genau gesehen während der 100... Nein, das ergibt keinen. Wann habe ich Geburtstag? Am 1. April. Ich habe vor 10 Tagen Geburtstag, vor 12, 14, 13 Tagen Geburtstag gehabt. Bin ich 34 geworden. Cool. Alti? Hey, komisch, dass mir das jetzt anfangs irgendwie auffällt. Einfach mit einmal drüber gehen, oder? Seid ihr schon mal drauf gegangen? 43, du bist schon ein Jahr. Also, ah, logisch, wir haben ein Jahr gespielt. ja, natürlich. Es ist ja wieder Frühling. Hey. Wahi, Poker spielen, ich sage es heute, Drogen herstellen, und zwar diesmal wieder... Ja, jo. Ui, nicht mehr so gut laufen, hm? Ich glaube, wir haben genug Stahl und ich glaube, wir haben noch 8 Bauteile. Das ist so viel, aber wir haben auch genug, und sonst bauen wir noch ein paar ab. Und dann steht die Sache da. Dann haben wir Geothermie. Dann würde ich gerne... Hey, ich weiß, das mit diesen Kurzschlüssen ist ein Zeichen, aber ich meine, was wollen wir machen? Ich glaube, schützen. Nein, verbinden wir die nicht. Lassen wir das noch separat. Ich finde das gut. Ihr habt genug Strom, wir haben keine Kurzschlüsse gehabt. Wir ziehen eine Leitung. Hier am Weg entlang, da durch, da durch, da durch, da durch, da rein. Und dann ist das. Und das könnte man. Wir könnten das eigentlich vielleicht sogar demontieren und anders aufbauen, weil ich glaube, es ist einfach nicht besonders schön. Ah, nein, es ist nicht so schlimm. Es gibt nur minus 1. Nicht so schlimm. Ich darf irgendwie noch ein bisschen. Ah, die Schalter geben minus 8. Gut. Ich glaube, gar nicht mehr so schlimm. Die Attraktivität ist 1, das ist voll gut. Gut, okay. Alle Zimmer sind. Oh, ist da hinten dreckig. Oh, es ist schon minus 14 vom ganzen Dreck. Nein, wir brauchen jemanden, der putzt. Ja, mach das schnell, das darf nicht sein. Da liegt, oh no, da liegt Blut unter dem Stuhl in der Küche. Alte, was. Hörst du da für eine Küche? Hier kannst du doch ein bisschen gut ganz schnell putzen. Ich möchte nicht wieder Lebensmittelvergiftungen haben. Genau, das ist schon noch Blut. Hey, habe ich euch aus Versehen das Licht ausgeschaltet? Ich sehe nicht. Jetzt ihr draus geschaltet? Du bist am Schlafen und jetzt ist es ausgeschaltet. Ja. Übrigens, die hier. Hier kann man tatsächlich ausgeschaltet. Ich habe das Gefühl, es ist genug warm. Wir brauchen Heizung. Moment. Ich brauche nur Strom. Ich nicht einmal überall. Hm? Kann ich mir eine Batterie ein bisschen schonen. Und Marfa. Das ist doch gut. Wie sieht es da aus? 8 Bauteile. Brian ist ein Putzer. Luzi, du könntest das gerade übernehmen, was der Brian angefangen hat. Du kannst ja das genau gut. Ist gut, dass das jemand macht, der wirklich draus kommt, weil da wäre es schade, wenn das eine Fehlkonstruktion wäre, hätten wir irgendwie 4 Bauteile verloren. Oder was zum ist es? Irgendwo ein Ratter gestorben. Ah ja, da.
Der Mr. Lux hat gerade eine Ratte gegessen. Sehr gut. Wir haben einfach. Das ist irgendwie. In unserem Reservat haben wir einfach 8 Rosse, die frei rumlaufen. Das ist ein Dutz Alpaka. Es ist frisch. Das schnappen wir uns. Wer hat das gerissen? Ein Kratzer. Ein Lux. Aber will er Lux? Jetzt noch einen neuen Lux? Ah ja, es gibt nochmal einen Lux. Okay. Ein Weibli. Ich habe mich beim Drogenherstellen gerade nicht drauf, ist am Forschen. Marfa. Ah, perfekt. So, jetzt Medizinherstellung. Und wenn wir das haben, dann machen wir, glaube ich, mal, holen wir uns die anderen Drogen. Ah, wir haben ja hier noch viel mehr Drogen. 200, das ist für der Raffi schaut das an, 200 und was, das gerade alles funktioniert. Nachher Advanced Drug Production. Opium. Ah ja, wir können Opium. Was? Jod und roter Phosphor, ja, aber für was? Um Ammoniak. Was ist das? Wasserstoff, Jod. Was ist Jod, Wasserstoff? Okay. Finde ich einfach weiter educkt. Inferno. Ja. Aber, genau. Jetzt wäre es gut. Was mache ich? Spannt sich mit anderen. Bin jetzt Ambrosien am Nähe oder wie? Kommt gerade wirklich nicht raus. Wow, ich hatte immer 6 gehabt. Und jetzt bin ich jetzt endlich so auf Ambrosien. Das ist gut. Ich zwinge mich jetzt zum wieder Bulletox in einem Fall. Jetzt noch ein Joint und ein Schnupfjajo. Genau wie letztes Wochenende. Ist das einmal. Sich das mal. Eigentlich bräuchte ich es zwar gerne, meine Stimme ist hoch. Ich habe aber mein chemisches Verlangen, ne? Das stört, das nervt mich. Wie geht's dir, Luzi? Jetzt hast du ein verunreinigtes T-Shirt da. Stand nicht. Ich war nicht schlau. Was ist eigentlich aus dem Kunstwerk geworden, Luzi? Wo ist es? Da. Kleine Skulptur aus Stahl. Sie ist normal. Ein büstengroßes Objekt, das zu einem Kunstwerk geformt wurde. Stillleben des Hungers. Diese Skulptur erzählt von einer Granate. Ein Kürbis dominiert den unteren Teil des Bildes. Das Bild bekommt erst durch die geschickte Anordnung von Dutzenden von Karotten seine gewollte Aussagekraft. Danke, Luzi. Bist das Gemüse. Ja, dürfen wir die in unserem Zimmer aufstellen? Weil der Waldi ist, glaube ich, im Fall immer noch eifersüchtig. Wechseln wir nicht, dass ich das gesehen habe. Das Zimmer könnte im Fall noch ein bisschen besser sein. Das geht dem Waldi gut. Das Goma. Wahrscheinlich kommt gerade nicht raus. Ein Mod. Goma-Mod. Was ist das Goma-Mod? Ich bin. Das ist lustig. Ich habe jedes Mal. Also, früher hatte ich wirklich Probleme gehabt mit diesen Mods. Jetzt so. Jetzt bin ich eigentlich recht Fan. Apropos, jetzt haben wir auch ein bisschen Platz in unserem Lager. Jetzt bauen wir das Lager aus. Und zwar, ich hätte gerne ein Flüssigkeitsfass da hinten. Geben wir zu wenig Stahl. Komm jetzt hier, Regal, Doppelregal. Tablett haben wir gesehen, das ist immer. Korb. Mini-Getreidespeicher zum Aufbewahren von Rohkostpflanzen. Ich baue einfach mal aus von denen. Da her. Entschuldigung, das geht da nicht. Muss ich damit sein. Ich weiß nicht gerade wieso, aber es muss ich damit sein. Oh, jetzt hat es unser Lager weggemacht. Interessant. Brian, was machst du? Du bist ein Billardspieler, das ist eigentlich. Du musst dich ein bisschen entspannen. Essen müsstest du auch noch. Ah, du solltest schon eine Runde. Brian, ist okay, wenn ich dir einfach gerade schnell.
Oh, nice. Das Nice hat man voll gerade nötig, wie was gerade nicht. Ah, nice. Nee, nicht. So, jetzt. Meine, also, 85%. Ich bin immer noch chemisch nicht hundertprozentig glücklich, aber fast. Aber, wow, 35. Ich bin aufgeregt. Let's go. Okay, gut. Ich habe eine verunreinigte Schutzweste. Die ziehe ich jetzt das erste Mal aus. Ich weiß nicht, wieso sie die haben. Oh wow, okay, jetzt, ich bin... Hey, aber ich verträge es recht gut, im Fall. 70% ist... Ich schaffe nie mehr als im wirklichen Leben mit 70%. Mit 70% ist hure hoch für mich, zum Schaffen. So, okay, jetzt kann ich produktiv sein. Was mache ich den ganzen Tag? Abgesehen von meinen Schutzwesten herlegen. Also, da, Essay. Reis sammeln. Los. Sammle. Let's go. Ah, und putzen, genau. Wenn ich das gemacht habe, dann putze ich die ganze... Da? Da hinten? Da hinten? Wo ich eigentlich schon mal putzt habe. Und da hinten unbedingt. Da hinten wäre auch noch flott. Oh, ist sauber. Das Zimmer ist schon sauber. Das Zimmer kann man sauber machen. Zimmer kann man sauber machen und drauf ist. Okay. Luzi, wie geht's dir? Du hast... Luzi, du brauchst glaube ich auch wirklich definitiv Drogen. Du hast irgendwie... Du bist am Schwitzen und hast ein T-Shirt da, wo... ich glaube, du nimmst einfach mal einen Schnupfen an, ja. Rafi, du musst etwas essen zuerst. Du kannst keine Drogen über, bevor du nicht etwas gegessen hast. Machst du? Ah, du kannst Gestahl holen. Okay, das kannst du machen, wenn du das möchtest. Walti, ich glaube, Walti, dir geht's gut. Brian. Brian. Ja, soll ich Luzi. Gut, was man machen kann, Luzi, wenn du einverstanden bist, ich kann einfach sagen, dass du da kein Kleider anlegen darfst. Das kann ich machen. Dann kommst du. Also gut. Danke für den. Ich habe schon lange nicht mehr gehört. So gut, ja, das ist ja. Das war eines meiner Lieblings-Memes früher noch. Das ist super lustig. Ja, also nur dich, komm. Ah, wir könnten einen Gorilla haben, das wäre hure gut. Also, jetzt, Brian baut da gerade das da. Will ich wissen, wie das funktioniert. Inhalt. Die Rauchblätter sind tatsächlich schon drin. Cool. Aber Würfelinhalt Ass von 10. Hä? Aber das ist Ass von. Ah, Anstapel. Anstapel hat 75 Einheiten. Wow, okay. Okay, danke, Lüge. Der Mod ist ja brillant. Ich würde nie mehr Platzprobleme haben. Wir müssen nicht einmal mehr da das vergrößern, so wie wir es jetzt gerade gemacht haben. Okay. Falsch. So. Ah, das ist ja hure cool. Oh, ja, stimmt. Luzi, dir geht's gerne gut. Warum? Ah, okay. Dir geht's gleich besser für Traumer. Für Traumer. Und züchte aus, bitte. Teufelsgarn. Teufelsgarn finde ich passt verdammt gut zu dir. Aber es ist 28 Grad. Du musst nicht den Parken anlegen. Marfa. Ich möchte dich zusuchen, aber könntest du... Die Leiche wegträgen, dass die da nicht rumliegen, das wäre es. Im Reh ist eine Leiche, ja genau. Es gibt jetzt zwar die... Jetzt mal los. Oh, du bist... Du solltest besessen. Und du solltest gehen liegen. Okay, weißt du was, das ist... Fang du etwas gegessen. Aber wir haben keine Mahlzeiten mehr. Walti, was bestimmt du da? Aha, gut. Eigentlich gut.
Mir geht's doch so gut. Aber ich habe ja schon zu tun. Brian, du bist eigentlich. Du sollst eigentlich. Du sollst nicht. Reißt Bett aus. Nein, nein, ich habe doch gesehen, du sollst. Brian, ah, ich habe es dir noch nicht gegeben. Brian, kann ich dir einfach alle Drogen geben? Also ein bisschen Ambrosia, ein Joint und ja, ja, es ist völlig ungefährlich. Mir hat's. Mir geht's blendend seitdem. Ich glaube, ich vertraue auch noch so gut, weil ich es nicht regelmäßig nehme. Ah, ja, danke. Gut, dass du die Nachricht markiert, ist mir entgangen. Kannst du einstellen, dass wir immer ein paar Joints und Jajo dabei haben? Ja, das kann. Ah, dabei haben. Drogenrichtlinie. Richtlinie. Also gut, dann erstellen wir. Und sagen. Wie heißt unsere Drogenrichtlinie? Wir brauchen einen Namen, es hat jetzt schon. Entschuldigung, schon. Ein Spar. E. Im Inventar, okay. Nutzung, was ist das für Abhängigkeit? Nein. Für Entspannung. Geplant. Das habe ich gesucht, weil benutze diese Droge nach einem festgelegten Zeitplan. Ja, da ist sie. Ich muss natürlich anklicken. Also Abhängigkeit, oh Gott, das kann man einfach drinnen lassen. Ja, jetzt muss man helfen. Stimmung, nur wer Stimmung unter, und dann kann man Prozentzahlen angeben, nur wer Entspannung unter kann Drogen nehmen, und dann können wir sagen, wie viel jeder Tag ein Joint. Oder zum Beispiel so, jeder Tag, alle drei Tage ein Joint, wir könnten sagen, jeder Tag ein Joint, wir könnten sagen, 10 Mal pro Tag ein Joint, also 10 Joints pro Tag. So, aha, ihr wenn. Aha, jetzt check ich. So, ihr wenn unsere Drogenrichtlinie hast, Eskalation, oder? Perfekt. Super. Nein, zwei Jajo. Also gut, es kann jede Figur selber entscheiden, wie viel Drogen sie nehmen will. Ich. Ah nein, dann muss man verschiedene Richtlinie erstellen. Hey, aber zwei Jajo pro Tag ist ein bisschen sehr viel, nicht so viele. Also, ist das nicht ein bisschen viel? Also, weil ehrlich gesagt nicht. Warum gibt es noch hure viel, wie viel das es gibt, hey. Wie viel drin, hä? Xanax. Okay, eins pro Tag. Gut, das ist fein. Dann darf ich irgendwas sagen, alle. Ja, jetzt, aber nehmen sie denn keine andere Droge mehr? Nehmen sie denn nur noch ausschliesslich als Einheit Jajo? Ja. Und ich habe das Gefühl, es macht unsere Abhängigkeit wird natürlich beschleunigt, wenn wir sie jeden Tag einnehmen. Auf der anderen Seite. Also, wir nennen die mal Eskalation. Eskalation bedeutet einfach. Machen wir mal noch 0 im Inventar an Joint. Das ist ja gegangen. Jajo und jeder Tag. Jajo. Nee. Egal wie es am geht, oder? Das ist das so okay? Dann ist das nämlich. Wie haben wir es jetzt? Eskalation für den Brian, oder? Eskalation. Hey, ich muss schnell die andere. Das Drogenrichtlinie verwalten, auswählen. Ich möchte, kann ich die nicht löschen. Löschen. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Ein Getränk pro Tag brauchen wir nicht. Keine Drogen, soziale Drogen und uneingeschränkt haben wir. Wer will noch? Marfa will noch Eskalation. Wer noch? Lutzig. Du kannst fix unter Drogen ein Kraftwerk bauen, da bin ich sicher. Als Eskalation. Das bedeutet aber, wir müssen unsere Jajo-Produktion erhöhen. Ich mache bei mir eine andere. Ich mache noch eine weitere Richtlinie, wo halt. Wir nennen einfach. Nee, ist nicht kreativ. Weil ich möchte eigentlich nicht so viel Jajo nehmen. Ich bin eigentlich viel mehr interessiert an Joints.
aber ihr könnt Spezialio dabei haben, nur für den Fall. Und ein bisschen Ambrosia, nur für den Fall. Immer noch anderes Zeug. Aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass es jeden Tag nehmen soll, oder? Nee, das habe ich wieder angestellt. Genau, Joint jeden Tag, der Rest einfach im Inventar. Ja, der Raffi ist jetzt nicht da, ha? Ja gut, lassen wir den Raffi... Raffi ist schon... Raffi soll zuerst mal etwas essen. Vorher gibt es keine Drogen. Raffi ist sowieso nur Rohkost. Du hast jetzt du das... Ah, nein, du hast gekocht. So, wo bin ich? Ich bin doch... da am Fürsten machen, gut. Brian, was haben wir gesehen? Boschki... Ah... Du nimmst jetzt hier auch mal... Oh, wir haben 38 Units. Das ist viel. Gut, gut. Ich sehe gerade noch etwas, dass wir haben ja wieder Fleisch. Ich tue da mal noch schnell einen Fleischerhaken rein. Alpaka-Fleisch, so eine. Das Geräusch hat man gerade gehört, das war noch recht lustig. Hey, dein chemisches Bedürfnis. Kann ich dir auch noch einen Joint und ein bisschen Ambrosia geben, bitte? Oder willst du einfach nochmal eine Portion? Ja, ja. Was von mir aus auch nicht. Ich sehe kein Blut mehr in der Kuh, Walti, das ist gut, aber jetzt wo man es gerade sieht, wenn ihr... Oh, ein Kleiderständer! Oh, ein Waffenschrank hat er auch noch bauen. Ist ja aus Holz, komm, wir bauen einen schönen Holzwaffenschrank. Du brauchst ja nicht einen verstärkten Waffenschrank, Brian. Wo ist deine Hütte? Da. Anstatt das Klump da. Das schlechte Regal. Ah, es ist... Ja, es ist schlecht, ist doch. Oh, unser Generator, da ist er ja. Wie aus dem Nichts hervorgerungen. Dann habe ich vergessen, was ich machen will. Jetzt hat mein Hirn gerade wieder... Oder halt... Was bin ich jetzt mal? So. Nein, nicht Strom. Irgendetwas da nicht bauen will. Dann habe ich den Kleiderständer gesehen. Ah, das da. Mal schauen, ob das funktioniert. Dann haben wir gesehen, Stromkabel von hier. Das brauchen wir auch wieder. Stahl, wir brauchen viel, viel. Mal. Aha, im Vorrat. Ja, eben, Brian, kann ich dir einfach noch. Das chemische Bedürfnis ist immer noch relativ tief. Oh, ich sollte zwischenzeitlich mal etwas essen. Ja. Oh, ich sollte wirklich auch mal etwas im... Der L ohne Essen. Machen wir das, dass schnell kommt. Ja, genau, ist. Ich frage mich, wie viel das alles zusammen gibt. Vielleicht ist es nicht. Gut. Reisewegträger. Ich weiß, sie haben jetzt natürlich alle Befehle beendet, aber das ist nicht so schlimm. Mit dir habe ich will, dass du dir den Weg tust, ja. So. Ja, danke, Marfa, zu Bruder. Gerade auch noch eingefallen. Da fehlt der Kopf, oder? Ja. Oh, Luzi. So schnell das da bauen. Ich wüsste, wie der Fleischerhaken funktioniert. Okay, cool. Warte, kannst du das Fleisch. Okay. Ich.
so wichtig? Ist das überhaupt? Das ist auf normal. Mann, Alpaka-Fall ist nicht so, kein Stapel verfügbar. Was ist denn mit dem? Wie funktioniert das? Ah, da hängt man Tierleichnämer auf. Ach so. Oder menschliche Leichnäm. Hey, ich habe verstanden, um was es geht. Ist das läuft auch noch nicht so gut. Wir haben vor allem noch keinen Strom. Da brauchen wir auch noch Möbel. Und wir haben auch noch keine und wenn sie noch nicht fertig will, kann nicht ich machen, Luzi. Bau du doch bitte gut hier ab. Was machst du? Ah, Stromkabel, das kannst du machen. Wald ist im Kocher, das ist wichtig. Ein Stahl im Träger, Morphisch. Jetzt Schokolade. Haben wir den von der Hunde alle Stahl abgebaut. Gut. Jetzt, dann nutzen wir doch die Gelegenheit, nämlich Bergbau. Denn also es kommt sowieso nicht mehr zu mir. Machen wir jetzt nur noch Maverick auf 2, Luzi auf 3, auf 3. Und lassen Maverick ganz gezielt diese Sachen abbauen, wie das Jade da. 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 Hey Brian, wie kommt man zu dem. Boomer. Weißt du das? Ich tue es gegen Hortensia oder Artemisia oder so. Kannst du meine Mischung haben? Ich habe eine eigene Mischung. Oh, was? Ich bin da. Okay. Ich will die ganzen Pflanzen entfernen am Anwählen gesehen auf dem Gestein. Okay. Super. Ja. Jetzt habe ich nicht davon. Was ist das? Sicher. Einfach schick. Das ist nicht mehr abwählen. Ist denn. Ah, das ist schon angewählt. Oh, da, der Lux, he? Ist auf der Jagd. Schnappt sich jetzt. Oh Gott. Nicht. Hey, wieso? Ich würde gerne nicht. Bedürfnis? Nur der Körper, okay? Ja, eigentlich sollten wir jetzt genug Stahl haben, um das ganze Stromkabel da zu ziehen. Ah, du bist die. Okay, das ist nicht so sinnvoll, dass du das machst. Bau du gescheiter Stromkabel an. Und Raffi, du machst weiter bei dem. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Wir wissen ja eben alle, was sie zu tun haben. Maverick sollte eigentlich auch. Darko mit. Die Aufgabe, die sie hat. Ah, da hat es noch mehr. Und noch Maschinenrest. Die dürfen wir einfach ja auch nicht draußen liegen lassen, wenn wir sie abbauen. Hier kaputt gehen, das ist einfach nur schade. Ja, was machst du? Wo bist du? Ah, du musst natürlich Stahl. Das geht, das wird eigentlich zackig gehen. Gut. Ah, es läuft, sie läuft, sie läuft. Jetzt kann man zum Beispiel dem Raffi sagen, dass wir die kontaktieren sollen. Was sich jetzt nicht wirklich lohnt, weil wir haben wirklich mit irgendetwas mit ihnen zu reden. Wenn wir können mal denen, die uns ein bisschen positiv sind, den Bunistan mal einen Funk geben. Ich schaue, ob sie etwas zu erzählen haben. Aber ich glaube, sie handeln sicher. Also ich glaube nicht, dass sie mit uns gross kommunizieren, weil so viel mögen sie uns jetzt ohne. Noch nicht. Sie haben uns ja noch nicht kennengelernt. Ich finde, wir sind ein sympathischer Haufen. Wir haben keine Forschung, das ist schade. Mir nicht aufgefallen. Und jetzt will ich. Was haben wir gesehen? Medizin. Ui. Ah, genau, das ist der Raffi, der Leute da. Wir könnten eine Handelskarawane einfordern, aber es kostet Ruf und man muss verbündet sein. Oder man kann militärische Hilfe beantragen und für das muss man auch verbündet sein und kostet 25 Ruf. Von dem her. Geht das noch eine Weile? Ja, unser Spital müssen wir. Haben wir auch nicht mehr weitergebaut.
Kommen wir jetzt wieder dazu. Eine Geiß rächt sich. Steinbock wurde verletzt und greift sofort an. Vor wem? Ah, gegen der. Oh! Kampf der Tiere. McWolfister gegen. Stein. Gegen Geiß. Wer gewinnt wohl? Wolfister griff da mit. Mit seiner Zähne und Klauen und. Geiß ist tot. Echtes Schienbein. Mal schauen, wie viel, vielleicht, wenn er nicht alles frisst. Oder sollen wir den Leichnam einfach legen lassen? Ja, es soll doch. Gehört ihm weg, soll er doch essen. Was dir? Fein. So, Luzi, bist du da noch. Wieso bist du nicht mehr? Du realisierst doch die Arbeit im Stromkabel. Wäre viel wichtiger als das Bau, oder? Und ich bin. Ja, habe ich eigentlich alles putzt? Das schaut nicht nach aus. Ah nein, das habe ich gesehen, habe ich nochmal weggemacht. Große. Jo. Da hinten noch. Da hinten unbedingt hin. Da hinten wohl. Metall ist noch nicht dreckig und auch nur noch eine Baustelle. So. Jetzt. Ah, Luzi, kann ich jetzt deine Statue einfach mal vorübergehend hier montieren? Seiden. Ui, das ist nicht gut. Eine Art psychische Welle fegt über die Gegend. Die Kolonisten sind okay, aber es scheint, als ob mehrere Pferde durchdrehen. Das gefällt mir gerne. Hier sind jetzt die alle. Das ist ein Menschenjäger. Ja. Die sind nicht so viele. Es sind die zwei Hengste. Hm? Gibt's Ross zum Znach? Waldi, die brauchen wir sicher auch. Du kannst gerade schon mal. Sagen. Wie wir sie richtig erledigen sollen. Ah, Marfa, du, vielleicht holen wir gerade ohne zu mit dem Bogen. Behandlung benötigt schon. Oh nein, Merrick ist allein draußen und wird von der Ross angegriffen. Ja, wird sie, solange es geht, Merrick. Ich glaube, sie wird es überleben. Ich glaube nicht, dass sie Ross tot trampeln. Aber es ist natürlich schade jetzt gerade. Brian. Droge einnehmen. Aber wenn man im Kampfmodus ist, kann man so Drogen spicken, wenn man sie im Inventar hat. Du hast natürlich im Inventar, so wie wir alle, 50 Gramm Jajo und 50 Gramm Joints. So träge. Ah, man kann ja auch viel rumtragen. Kann ich auch. Ah. Man kann viel mehr Drogen rumtragen. Brian. Ich weiß, Maverick steht gerade dort. Jetzt nicht mehr. Sie liegt jetzt dort. Darum brauchen wir jetzt die. Mit dem präzisen Auge und dem super Mittelfinger. Okay, Brian, fall du zurück. Wolfi schiesst und nachher muss Walti in den Nachkampf. Luzi, was machst du? Das gefällt mir nicht. Lauf du weg. Komm, du gebaue. Du hast die Hose geholt. Mit dir rede ich nicht mehr über Hose, Lu. Nein, Marfa, du hast mich getroffen mit dem Pfeilbogen. Oh, du hast mir richtig in den Oberkörper geschossen, hätte im Pfeil. Also, es ist nicht deine Schule, wie ich gestanden auf der Flucht, aber. Alte, hilf mir. Nein, okay. Es ist gut, mal schieß weiter, Marfa. Ich komm schon davon. Ich frage mich jetzt, genau so soll das funktionieren. Ich bin jetzt ein. Moment, nein, ich sollte nicht mehr schiessen. Ich sollte mich. Behandeln. Marfa, hör auf, schiessen wie so gut. Brian. Oh, ich glaube, der Walti kann das. Ja, perfekt. Ist nicht einmal tot, Ross. Wir können es jetzt gerade noch. Nicht retten, wird es nicht retten, wird es doch jagen. Aha, jagen.
Weil ich glaube, es gibt mehr Fleisch, wenn man es. Ah, du kannst nicht jagen. Marfa, du darfst, wenn du möchtest. Priorisiere jagen, ja. Gibt, glaube ich, mehr Fleisch, wenn man es. Wenn man was, ich glaube, das Tier umlegt. Aber vielleicht ist das so etwas, was ich mir einfach einbild. Aber ich habe das Gefühl, es ergibt Sinn und im Rimworld-Universum. Qualität 0. Aha, das ist gleich, du musst es nur bandagieren. Die Lunge ist gequetscht. Ui, Luzi, du hast einen Hitzeschlag. Gut. Beginnend. Berlin ist 37 Grad. Ah nein, es ist einfach allgemein 37 Grad. Oh, Maverick, genau. Marfa. Bitte du doch, Maverick. Es ist brutal heiß für den Frühling, nicht? Wir haben nicht so viel Klima. Anlage, hier auch nicht. Ich hätte sogar 4 Grad, da hinten, das gefällt mir runter. Minus 4 sollte es sein. Kommen wir mal auf minus 6, vielleicht lang Z auf. Oh, wahrscheinlich nicht, haben. Nein. Für den Kleeraum, das tut mir jetzt aber hoch. Toll. Warum haben wir ja auch genug? Hey, da ist überall 30 Grad innen drin. Nächstens haben wir die Heizung nicht mehr noch. Ja, es scheint so, als würde auch sich die Erde erwärmen. Hm? Wird. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Fleischerhock, kann man auch menschliche Leichnämer aufhängen. Ich weiß nicht, sollen wir das machen oder? Oder nicht? Oder sollen wir sie einfach legen lassen? Ja. Wo ist eigentlich das? Solange die gefroren sind, die sind gefroren. Der Raum ist genug gut von der Größe, das ist schlau. Ja. So, was bin ich immer? Ich bin mir am Behandeln, ja, das ist gut. Weil ich mit dem fertig bin. Eis wegträgen. Ah, jetzt kann ich noch eine Waldige behandeln, ja, das ist sehr sinnvoll. Ja, das ist gut. Luzi, Marfa, Brian, Waldi, Raffi, Raffi vielleicht. Genau, ich will, dass du das machst. Der Com-Room ist schon bald schon fertig. Dann bauen wir noch schnell das Spital fertig. Ah, ich sehe, wir haben bald wieder Medizin. Luzi, dir hat es ja nicht auf. Was machst du? Du bist das Stromkabel am Fertigbauen endlich. Ah, super, super. Jetzt ist es, glaube ich, sogar gerade angeschlossen. Jawohl. Jetzt sind die da aufgegangen wie verrückt. Genau so. Dann stellen wir auch wieder ab. Weil der Batterieraum weiterhin bleibt, das ist schon gut. Das da ergibt überhaupt keinen Sinn. Jetzt so mehr. Habe ich jetzt einfach nochmal Jojo genommen? Es hat ausgesehen. Ja, es sieht noch aus. Ja. Die Zeit, dass ich geschlafen gegangen. Ja, und geschlafen. Maverick geht es nicht so gut. Einfach starke Schmerzen. Ich laufe in der Hitze, ja. Hey, hey, da, die da. Was haben wir willig? Da hat sogar zwei. Im Batterieraum. Das ist schon wieder überlegen. Irgendwas haben wir auch mal überlegt mit dieser hohen Heizung. Ah, du baust einen Waffenschrank, das ist gut. Ah, Luzi, wenn du gerade schon da bist, du könntest noch zwei weiter bauen. Liebst du gerade hier, exzellente. Da. Da.
Haben wir genug Holz? Ja, wahrscheinlich nicht. Jedes Mal, wenn wir Holz brauchen, haben wir. Da schlafen beide draußen. Sie könnten zwar in den Stall, glaube ich. Bernhard Diener schläft auch draußen. Ah, schau jetzt so. Waffenschrank, wo leer ist. Waffen? Ja, ah, man kann sogar Kleidung drin. De facto. Das ist hure sinnvoll, dass du. Ah, okay, gut, das Objekt hat es ja vorher noch nicht gegeben. Aber ich meine, wenn, dann könnte man natürlich auch einen Waffenschrank irgendwo. Also nicht gerade am Ausgang bauen, aber halt natürlich ein strategischer Verteidigungsbüro. Weil dann haben wir jetzt das Problem wie ein Maverick, dass Maverick den ganzen Weg auflaufen muss, eine Waffe geholt. Was sie nie gemacht hat übrigens. Ah nein, warte schon, sie hat es gemacht und jetzt liegt sie da. Okay. Ja, da hat's. Das ist noch unser altes Gefängnis, da ist noch alles voll gekotzt. Ist so. Ich sehe, der Weg ist eigentlich gerade dieser Weg so da durch. Da kann man ein Luzis Kunstwerk. Ah, okay, das sieht. Bei dem Bauen. Du bist schon am Schlafen, wenn du wach bist, wahrscheinlich mal die zwei Rossmetzger. Jawohl, das sind gute Bett. Wald ist vollständig geheilt, das ist gut. Botetski Kohaya. Ah, Malti. Doch nur die zwei. Ah, ich habe ja einen Pfeil und Bogen in die Brust bekommen. Oh ja. Gut. Das ist erfolgreich. Jetzt haben wir das dann gleich mal. Oder war einmal ein Spital? Irgendwas habe ich noch beim Spital. Genau. Einmal. Genau. Moment, stopp. Halt. Möbel. Nein, nicht Möbel. Lagerung. Körbe. Könnten da Tierlebmonster aus essen? Glaube nicht. Aber vielleicht aus der. Aus der. Nein, dann würde es ja. Heuboden. Es wäre dann irgendein Futtertrog oder so. Arzneischrank. Bauen wir natürlich hier ins Spital. Genau daher. Das schaut aus, als wäre es nicht wirklich auf der Feldlehre dichter. So, richtig. Ja. Und Möbel, das müsste doch aus Möbel sein. Einmal bauen wir sicher ein Intensivbett. Wir können es schon bauen. Ah, haben wir es schon entwickelt. Wenn wir das haben, das bauen wir. Ah, das kommt auch. Das bauen wir daher. Da müssen wir, das brauchen wir zum Operieren. Und Arzneischrank, cool. Medizin, ja. Drogen, von mir aus. Neutramin, wieso nicht? Das ist so lustig. Luzi hat jetzt gerade allein Jajo genommen. Es gibt immer so ein lustiges Geräusch. Das find's. Brian, du bist am Schlafen, du bist nicht am Schlafen. Du bist Intensivbett am Bauen. Das ist vielleicht eher etwas für eine Luzi, weil. Wie baut da? Ja, du kannst das. Wie kannst du. Uli hat einen Bauer, bist du nicht schlecht, oder? Ja, Elf ist super. Ja. Luzi baut das, genau, okay, dann machen wir es umgekehrt. Und Raffi, du bist am Forschen. Du doch mal den ganzen Stoff da wegdrehen. Warum nämlich. Noch ein lässiger Schlafsack oder zwei Schlafsäcke vielleicht sogar eher. Mod hast. Gute Frage, wie hast du die Mod mit den Behältern?
muss ich nachschauen, ich weiß es nicht mehr. Deep Storage, glaube ich. Und Deep Storage, was ich noch dazu habe, ist einfach eine Übersetzung, dass die auf Deutsch sind. Drum, ja. Absitzmulde. Ah, das ist ja. Das ist ja Abfallmulde, das ist ja hure cool. Spannend. Ich habe es allerdings noch nicht, wie ihr gemerkt habt, ich habe es selber noch nicht genau angeschaut. Ich habe es überhaupt nicht angeschaut, das einfach installiert und dann ist wieder eine Woche vergangen und wir sind wieder im Spielen. So schnell geht's. Ist das. Das ist Kaffee, das ist alles Kaffee. Da ist Balerntezeit. 94%. Und Mais kommt auch langsam schon recht gut, das ist super. Okay, wir haben ein Bravo Brian, ein Exzellenz Intensivbett. Das ist hure gut. Das Ding ist wahrscheinlich extrem wertvoll, glaube ich. Hoffe. Schaut nicht wie. Ah, 595, okay. Ja, das ist trotzdem. Ich find's gut. Darauf kann man jetzt so richtige Operationen durchführen. Wir machen so gerne ein Nachttischchen für den Intensivtisch. Wieso nicht? Intensivtisch, Intensivbett. Keine Ahnung, wieso die Wand kaputt ist, aber gut, dass es repariert ist. Ich habe irgendwie das Gefühl. Da ist nicht so sauber gemacht. Ich habe nicht sauber machen, weil wir angegriffen worden sind, oder? Wegen dem Hengst, wegen dem Ross, oder? Los gesehen. Ich verstehe nicht, wieso das Ross nicht aufgehängt haben, bei dem Haken. Jetzt einfach da. Also Raffi, mach du doch schnell da hinten sauber, bist du gut. Wenigstens da hinten für dich, wenn du schon am Arbeiten bist. Da. Und Walti, du musst die Küche sauber halten, das ist wichtig. Wirklich wichtig. Du darfst machen, was du möchtest. Very cool. Ah, danke. Blumentöpf aus Jade. Okay, wieso nicht? Das, der Vorschlag gefällt mir. Das ist ganz ein lässiger Vorschlag. Wie wär's? Nur da. 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 Licht jetzt eigentlich? Ah, ich weiß nicht. Ah, es ist noch nicht im Stromnetz abgeschlossen. Ah, wir haben ja Sprengfallen gebaut. Cool, die könnten wir auch mal runtersetzen irgendwo da. Wieder ein Waldbrand. Ah, und wir konnten Mörser bauen. So viel Zeug, so viel Zeug. Keine Wille. Lampe, nein, Strom. Ja, Stromkabel. Das würde am liebsten. Aha, das. Die gehen direkt auf die Batterie, das ist nicht gut, das, die muss separat verlaufen. So. Ich lasse es jetzt aus. Ich habe mal irgendwo gemeint, es sei am sinnvollsten, dass sie in die Wände jetzt tun. Aber ja, was soll's. Es wird eh Kurzschluss gehen, das ist leider. Kann man leider nicht für mich. Aber das ist okay, dass wenn die verdussen. Hier ist da verbunden, das ist auch nicht gut. Hey, wieso kann ich das? Irgendwie, das habe ich auch schon hergebracht, ne? Gar nicht. Ist nicht so schlimm, ob die Lampe jetzt brennt oder nicht. Wichtig ist, dass wir das da bauen. Möbel aus Silber?
Was manchmal mit Möbeltier da, die Nachttisch lernt statt das Holz, das ist sowieso schlecht, das wissen wir wieder ab. Aber ja, wenn das natürlich Infektionsgefahr mindert, dann. Das ist sowieso alles, tut mir leid, das hat irgendjemand gebaut, wo nicht gut bauen kann. So, das kann man so einweihen. Nein, das kann man noch nicht, das warten wir noch wieder noch. Und dann stehen wir rauszutragen. Luzi, bist du gut? Hilf mir, die Schieferblöcke da alle wegzutragen. Oh. Du bist doch starr. Da kommen wir endlich mal ins Spital. Ja, der Bord ist aus Silber, das habe ich allerdings halt auch nicht gewusst. Das ist mir irgendwie auch neu vorgekommen. Wo ich irgendwie nicht wirklich kennt. Macht jetzt da das weh? Geht das einfach in unserer Lüftungsschacht rein? Gut, warum nicht? Also, ist ja sowieso nicht aktiv momentan, so halber, so fast. Ich glaube, unsere Felder, ja, die muss man bestellen. Marv, du kannst das gerade übernehmen. Du tust noch schnell. Ah, du hast ein bisschen Rossfleisch ins Inventar genommen, weil du einen Baumraten. Ja, Walti. Könntest du kochen wieder? Nein, du willst schlafen, hä? Du bist gerne zu mir. Ah, ja, gut, doch mal, Brian, du brauchst es. Eigentlich der Luzi dran, ja. Ah ja, du bist da. Wie geht es eigentlich sozial allen? Walti und ich, wir sind sehr fest voneinander überzeugt. Luzi habe ich es noch nicht so gut. Ich finde Luzi eigentlich okay. Luzi mich nicht mehr so wisst. Brian habe ich es sehr gut. Marv habe ich es gut. Ravi habe ich es nicht so besonders. Und Maverick mag ich tatsächlich nicht so. Luzi hat es nicht so gut mit mir. Auch nicht gut mit dem Maverick. Mit allen anderen. Okay, gut mit dem Brian, ja. Raffi, großer Fan von der Marfa. Findest du mich okay? Auch nicht Maverick, trotzdem nein, auch nicht. Und Maverick, nein. Wie magst du Alti, Martina, Brian, hast du Maverick? Martina, super, findest du mich ganz cool. So recht okay. Marfa findet fast alle okay. Luzi, kommst nicht so klar und du bist der Einzige, der Wendy wirklich toleriert. Aber du bist eigentlich bis alle sehr positiv. Und Wendy mag den Brian sehr fest. Marfa recht gut. Die anderen nicht so. So ist das. Abgelenkt sind, es ist gerade ein riesiger Tauschneck auf meiner Terrasse. Vor der Tauschnecke haben wir meine Pfeffermünze gefressen, die ich abgepflanzt habe. Das hat mich genervt. Ich suche es jetzt mal mit. Ah, sie heilen schneller im Intensivbett, natürlich. Das ist eigentlich keine schlechte Idee, da hinzulegen. Ja, aber ich versuche die Schnecke wegzulegen mit Kaffee. Kaffeepulver auf die Erde streuen, dass sie nicht hergehen. Aber irgendwie. Während es grösser sind, riesige Tauschnecken, die ich im Garten habe. Gigantische Tale und die fressen wir alles auf. Ey. Ganz schnitzen lassen sie mir. Stimmt, was mir jetzt gerade noch einfällt, ist, in dem Update, das es geben wird, gibt es ein bisschen neues. Also, da gibt es ja Menschen und es gibt die Mechanoid-Hasen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißen. Mechanoid oder so. Tauschnecken sind, wie sieht man denn in der Schweiz? Wegschnecken. Danke für den Kommentar, Segert, vom Blue Doe. Ja, der Witz haben wir auch schon gehabt. In meiner Meinung sind ja alle Jobs in RimWorld. Nacktschnecken, Rossschnecken. Ah, genau, Rossschnecken sieht man, glaube ich, in der Schweiz. Rossschnecken. Irgendwie, ich sehe ihn gerade von da, irgendwo. Ah, da. In der Entfernung, aber okay.
nachher irgendwie weg durch ins Gras legen oder so. Okay. Das Spital ist eigentlich fast. Gut, jetzt kann man schon einweihen. Ich lege ja schon drin. Kann man nicht die bitte genau auf Reihe E für. Ja, das muss man dann irgendwie verbinden. Ich bin mir doch jetzt aber gespannt. So, nur noch drei Steine, Luzi, und dann hast du es geschafft. Aber das erste Mal etwas essen, das hast du völlig recht. Eigentlich müde. Naja, so Fisch. Nur gefit, um das da wegzutragen. Ganz Spitalwutzen. Ah, wir haben Glitzerfeldmedizin in unserem Medizinstapel. Sehr gut. Also, Brian, du hast gesehen, aus Silber. Nachttisch aus Silber, ja, natürlich. Das. Kann man. Also mal, ein kleiner Tisch. Mehr als ein Nachttisch pro Bett. Ach so, aha, pro Bett. Okay, alles. Oh, dann müssten wir ja 300 Silber für einen Nachttisch. Aber dann würden wir lieber keinen Nachttisch bauen und einfach vielleicht eine Kommode aus Silber? 500. Das ist teuer. Kommode, vielleicht so, da wäre cool. Irgendwie so. Silber. Hier muss es Stahl sein, oder? Das geht gar nicht anders. Also, was ist ein Weibergschneck? Das ist nicht etwas anderes. Ist grösser als ein Tauschneck. Ja, je nachdem. Ja, nein, ein Weibergschneck ist nicht immer höchst. Also, ja. Was gibt's? Es gibt, glaube ich, sowieso nur drei. Es gibt, also eben, der, was ihr sagen, Rossschnecken oder in dem Fall auch Tauschnecken. Dann gibt es irgendwie noch die spanische Wegschnecke, habe ich gesehen. Die ist ein bisschen kleiner. Und dann gibt es noch irgendwie eine, die ganz komisch ausschaut. Wo einen interessanten Namen hat und so ein bisschen schleimig ist. Ganz, ganz kurios ist. Du bist ja wie so. Ey, was ich auch nicht ganz verstanden ist, trägt Messer aus Stahl den Waffenschrank. Ich habe ihnen ja am Anfang Inventar gegeben und dort ist einfach die Hälfte irgendwie dem verschwunden, aber das ist ja auch schon. Und unser Biso ist auch im Lüftungsschrank. Okay. Ach, die Sache mit dieser Lüftung. Wäre eigentlich alles anders blank gewesen. Ja. Vorher habe ich mir das so vorgestellt. Mein Bedürfnis ist, glaube ich, nie. Es ist. Wir haben nie so glücklich gewesen in meinem ganzen Leben. Wie hier in dem Spiel. Und oh, nochmal ein Jointchen. Was will ich machen? Jetzt bin ich langsam. Meine Konzentration ist langsam ganz durch. Aha, sind besser als die Ausschnecken. Ja, die haben sie lieber. Die habe ich gerne. Die finde ich härter. Schön. Also, ich bringe das beide mit Ruhe. Aber ich habe natürlich die anderen lieber. Ist echt da. Kommen wir mal den Dings ausschalten, den Schalter. Nicht den Schalter ausschalten, den Schalter betätigen. Damit die Batterie hier einfach bleiben. Jetzt. Ja, ich glaube, ich muss langsam vier Abend machen. Ich muss etwas essen. Meine Konzentration sagt enorm zusammen. Aber wir sind eigentlich recht weit gekommen. Wir haben den Generator. Wir haben nicht ganz voll bestellte Felder aus irgendeinem Grund. Gibt es hier noch etwas, was ihr machen wollt? Also, man kann das sauber machen, das ist gut. Jetzt machen alle Leute dort sauber, wo sie sind. Luzi, du entfernst das Geröll da hinten in der Leichenkammer. Walti, du willst es noch einmal kochen. Vorratskammer. Vorratskammer, oder auch. Nicht. Die muss auch sauber sein. Ich könnte ja. Ich könnte eigentlich alles putzen. Was will er machen? Also, könnten wir mal zwei, drei Leute putzen machen wir. Vielleicht noch alle zusammen ernten. Ja, das kann man auch noch. Also, ja, das ist gut.
Gute Idee. Also, es ist Putzen, Ernten. Nein, dafür kannst du so nicht das, Walter, kannst du nicht das Fleisch rumlegen lassen, das geht nicht am Boden. Wenn du nicht mehr putzen willst, kannst du noch von mir ein Skill legen, das ist gut. Also ich tue da mal alles putzen. Ist super, das ist gut. Uff, das wird die rechte Arbeit da hinten. Lager aufräumen. Maverick ist zu krank oder zu verletzt, um wirklich zu marfen. Ah, ich schicke, nein, lieber nicht. Stalker. Das ist trunk, ja, will im Boot. Das geht ohne mehr dran sein. Ah. Gut, Walti, du hast wenigstens noch eine Mahlzeit gekocht, das ist gut. Damit kannst du jetzt machen, was du möchtest. Ich lege gut in dem Fall. Raffi. Ja, noch. Ja. Luzi, willst du eine Hose noch machen? Ah ja, dort. Ernte, was haben wir denn? Erdöpfel. Ui, es gibt eine Party jetzt gerade noch zum Schluss. Okay. Da wollen wir uns zuerst putzen. Okay, weißt du was? Sich dort drin und wir putzen einfach da. Das ist eine Putzparty. Hm? Ja, jetzt ist gerade auch noch gespeichert zu. Ah, Maverick, so schlecht geht es dir nicht. Hm? Jetzt kommst du plötzlich zu der Party. Oh, bist du noch jetzt krank gewesen zum Putzen? So. Vorher habe ich gesagt, glücklicher kann ich nicht sein. Ich glaube, jetzt kommt noch eine Party dazu. Dann ist. Ja, ja, es sind alle fleißig. Ich glaube, es ist niemand nüchtern. Dann schauen wir doch mal schnell. Oh, ist jetzt Party schon vorbei? Es wäre auch schnell gegangen. Du bist auf Yayo, Marfa. Luzi ist auf Yayo. Maverick ist. Rauchblatt und Ambrosia. Nein, es ist Mull. Nein, auf Hai auf Rauchblatt. Ich bin Hai vom Rauchblatt und Ambrosia. Raffi ist Hai vom Rauchblatt und Brian ist nüchtern und am Essen. Wie geht's dir dort? Schlecht. Ich mich gesehen noch ganz gut. Du kannst eigentlich fast schon mal hier liegen gehen. Jetzt gehst du zumindest noch. Ja, ja, okay, gut, mach was mit. Muss ich nochmal schnell schauen. Also. Party haben wir gehabt, wir haben gesehen, putzt haben wir eigentlich schon mehr oder weniger ganz okay gut, ja. Er braucht unbedingt Licht. Bitte, das ist der Com-Raum. Da könnte man eigentlich, wenn man nicht unbedingt Forschungsraum da hin hat, dann nimmt man recht viel Platz weg. Das ist das. Stopp, halt, nein. Lass uns das so machen. Ich habe das Gefühl, das ist gescheiter, weil. Das hier hat einen Einfluss auf unsere Produktion, aber nicht auf Forschung. Sehr gut, jetzt haben wir hier den Platz wunderbar genutzt. Den Boden würde es noch vertragen. Vom Udo und Silber schaut irgendwie auch noch. Den Boden. Böden. Nicht Sandstein, sondern. Nicht Granit, sondern Schiefer. Schiefer haben wir. Perfekt. Gut. Da, Wolf ist da schon am Ernte/Anbauen. Was ist das? Das ist bereits zu der Ernte. Marfa, du kannst in dem Fall mal ernten. Das ist schon bereits zu der Ernte. Walter, du bist eigentlich auch noch gut im Ernten. Du bist schon sehr gut in dem. Kann man das auch schon ernten? Da? Ja. Ein Kaffeebohnen. Da liegt noch wahnsinnig viel Medizin rum. Warte mal nicht. Was ist jetzt gemacht, Brian? Aha, du hast ihm den Stuhl weggenommen, stimmt. Ja, das ist okay. Marfa, bitte gut, mir hat gefallen und weg die Medizin weg, nein. Ja.
Ah, wir haben zu wenig Tierschlafplätze. Ja, wo ist hat da noch einen freien. So, für Sperrenhuhr will stehen der Weg. So liegt Holz zu. Gut, Stall verkauft nicht das. Richtig gewaltig. Jetzt wird irgendein Tier putzen, ich habe es gehört. Ich bin im Schlafen, ha? Ja, es muss auch irgendwann sein. Ha? Machen wir fix noch die Ernte. Ah, schau, der Kaffee kommt direkt in die Bohnenform. So. In direkte Behälter. Wir haben recht viel Kaffee. Dann kann man wirklich viel Kaffee machen. Apropos, was sind wir am Erforschen? Ich glaube, Medizinherstellung, das ist gut. Oh, nachher mehr Drogen. Oder wir tun Prothesen erforschen. Weil jetzt könnten wir den Raffi nämlich operieren zu einem Transhumanist, also im artifiziellen Gliedmassen gehen. Das würde ihn glücklich stimmen. Plus. Ja. Könnte man eigentlich schnell machen. Ich habe das Gefühl, es geht relativ schnell. Da könnte man dort noch mehr machen. Aber ich glaube, das ist eigentlich okay. Also wenn es vorher jetzt nichts mehr gibt, wo ihr gerade dringend erledigen möchten, würde ich eigentlich so mal speichern und etwas zu essen machen und der riesige Tauschneck, der auf ihrer Terrasse ist, wegmachen. Bevor Schaden anrichtet. Genau. Ah, danke Marvin, du siehst es. Das schreibt mir jetzt aber auf. Das ist etwas, was man das nächste Mal machen kann. So, nächstes Mal. Ich schreibe es auf meine Liste. Bauen, Mörser. Können wir uns verteidigen und in dem Fall auch die automatische Quer, also Verteidigungsanlage. Wie heißen sie? Die haben einen anderen Namen. Geschütztürme. Wenn wir das erforscht haben, 500, das ist für Raffi ein Kinderspiel, das haben wir sofort erforscht. 2000 geht es ein bisschen, aber ja. Also Geschütztürme. Hey, das nächste Mal, ja, müssen wir es probieren. Also ich glaube, es ist jetzt ein rechter Fortschritt, um zu dem Resurrectum Serum zu kommen mit dieser Funkanlage, habe ich es, hoffe ich zumindest. Falls wir exotische HändlerInnen treffen oder so. Und sonst wäre es sicher auch nochmal eine Möglichkeit, zu denen dort zu gehen, Raffi. Brian. Und mit denen zu handeln oder zu denen dort. Das sind, das sind die gleichen. Das ist einfach ein anderes Gebäude. Aber ja. Ein anderes Gebäude wahrscheinlich. Also eine andere. Ich kann echt nicht mehr denken, wie sieht man. Kolonie, genau. Kann man vielleicht das nächste Mal auch die mal losschicken. Vielleicht finden sie es ja. Genau. Okay. Ja, in dem Fall. Wenn. Hey, jetzt komme ich nicht mal mit Klicken. So, jetzt ist es gegangen. Wenn es vorher nichts mehr gibt. Das Gefängnis könnte man das nächste Mal auch noch bauen. Und das Tierspital. Und dieses Lager könnte man auch noch ausbauen. Aber das machen wir halt das nächste Mal. Das schafft man heute nicht mehr. Tipptopp. Wenn wir alle zufrieden sind mit der heutigen Session, dann ist das super. Dann speichern wir mal da ein Bild mit Ton. Reservat Nummer. Gut, okay. Wunderbar. Dann ist es jetzt noch ein paar Leute in anderen Chat geschrieben. Ein guter Witz. Ich habe so ewig lang keinen Witz mitgelesen oder gehört. Wollte schon gerne. Aber das nächste Mal könnt ihr am vorbereiten. Weil jetzt gefällt mir keine, jetzt muss ich glaube ich zuerst. Aber genau.
Gut, das wäre es in dem Fall gewesen für heute. Danke vielmals fürs Zuschauen. Danke, liebe Mitspielerinnen, fürs Mitspielen. Nächstes Mal dann auch wieder mit Raffi. Genau. Also ich habe ihn zumindest schon vermisst. Wir machen weiter nächsten Mittwoch, wenn nichts dazwischen kommt. Wieder am 7. Hier auf Bild mit Ton. Und bis dorthin bedanke mich nochmal herzlich fürs Zuschauen und wünsche einen schönen Hinweg.